Okay, dann herzlich willkommen zum ESB-Tutorium Aufgabenblatt 10. Haben wir mittlerweile den letzten Termin, nein, das letzte Aufgabenblatt vor allem vor der Weihnachtspause, was auch so ein bisschen über die Weihnachtspause geht. Aber mein Tipp aus eigener Erfahrung: Schiebt es nicht zu lange nach hinten, auch wenn ihr vielleicht mehr Zeit habt zur Abgabe. Macht es eher früher als später und dann genießt einfach die Weihnachtspause. Genau. Wir gucken mal so ein bisschen, worauf wir uns so ein bisschen konzentrieren bei dem Blatt. Gehen aber natürlich so viel wie möglich auch durch. Also, Aufgabe 10.1 heißt es hier eine Schaltwerkanalyse. Wir haben ein Zustandsdiagramm gegeben. Und ja, an sich erstmal nichts Ungewöhnliches, kennen wir schon, die Zustände, ne, haben irgendwie einen Namen. Und dann gibt es. Unter diesen Z0, Z1, Z2, Z3 gibt es so Y. Was sind die Y? Ah, also diesen Kreis. Wir haben oben die Hälfte. Kann ja mal, sag mal, wir machen immer unser eigenes Beispiel. Ne, wir haben unser Z. Was, das Z4 wissen wir, das ist die Beschreibung des Zustands. Was bedeuten die Y an der Stelle? Die Ausgänge. Genau. Da geht es eben darauf, was wird halt eben ausgegeben. Gut, genau. Ansonsten haben wir eben Übergänge. Die Übergänge können hier auch nochmal unter bestimmten Eingängen nur gehen. Und ja, vielleicht auch da nochmal kurze Wiederholung, wenn wir uns jetzt das angucken. Das Diagramm, ist das vom Typ Moore oder ist es vom Typ Mealy? Ah, die beliebte 50-50-Frage. Moore oder Mealy? Welcher Typ heißt dieses Diagramm? Genau, Moore auch richtig, denn nur von dem Zustand hängt es ab, wie unser Ausgang aussieht. Das heißt, bei Moore haben wir eben klassischerweise im Zustand selber die Ausgaben eben direkt stehen. Gut, dann in 10.1a soll die Delta-Funktion ermittelt und minimiert werden. Netterweise ist auch dazu geschrieben, eben, was ist eigentlich Delta? Ich hatte das ja letzte Woche, glaube ich, schon mal angesprochen, Delta und Lambda, die Bezeichnung. Im Endeffekt Delta, die Zustandsübergangsfunktion oder für den Zustandsübergang, die den Folgezustand aus aktuellem Z und den Eingabewerten X berechnet. Okay, das heißt, wenn wir jetzt so ein Diagramm haben und wir sollen Delta daraus berechnen, welche Werte schreiben wir denn dann in unsere Funktionstabelle? Was brauchen wir dafür? Für die Zustandsübergangsfunktion Delta. Was brauche ich dafür? Wenn ich da jetzt irgendwie meine Köpfe für eine Funktionstabelle mache und mir den Aufgabentext anschaue. Was würdet ihr da reinschreiben? Okay, ja, genau, müssen wir gucken. In meinem Beispiel, also wir haben Eingabewerte, genau, und die brauchen wir bei dem Ganzen. In meinem Beispiel ist das jetzt halt eben x1 und x0. Das ist natürlich klug, wenn ich das auf der falschen Ebene schreibe. So, jetzt sieht man es auch. Genau, wir haben x1, x0 in meinem Beispiel und wir haben den aktuellen Zustand, den wir brauchen. Also in dem Fall, na gut, das ist halt nur einer, aber wir haben halt wahrscheinlich irgendeine Art von Zustandskodierung hier. Wenn ich nur so wenig Zustände habe, dann wird bei mir wahrscheinlich hier so Z0 reichen, dass ich meine Zustände durchkodiere. Wenn wir auf das Aufgabenblatt schauen, da steht ja schon, die Zustände werden binär durchgezählt und da habt ihr auch dann schon stehen, dass es zwei Bits pro Zustand sind. Das heißt, da würdet ihr Z1 und Z0 haben und dann entsprechend eben dann auch Z1 plus Z0 plus hier mit weniger Zuständen.
entsprechend dann halt nur einmal aktuellen Zustand und einmal Folgezustand. Genau, also das heißt für die Übergangsfunktion Delta brauchen wir Eingaben, aktuellen Zustand und Folgezustand. Und daraus, ja, wenn es schon heißt, minimieren, kennt das übliche Spiel, KV-Diagramm machen, Schleifen bilden, glücklich sein oder so. Okay, gut, das war Delta. Und Lambda. Lambda heißt es hier schon Ausgangsfunktion zur Berechnung des Ausgangsvektors. Was würdet ihr jetzt in meinem Beispiel für meinen, was denn jetzt für Lambda da nötig ist? Also wenn ich die Ausgangsfunktion beschreiben will, Ausgangsfunktion, ja, das geht dann also um die Y-Werte. Ich will also im Endeffekt habe ich dann ja irgendwo. Eigentlich habe ich ja hier so einen Trennstrich bei dem Ganzen in der Mitte. Ne, weil das ist so das, was reingeht und das ist dann das Ergebnis des Ganzen. Und dann habe ich bei Lambda geht es eben ja um Ausgang. Das heißt, im Endeffekt will ich ja hier mich um Ausgänge kümmern. Habe ich hier Y1, Y0. Aber was habe ich denn auf der linken Seite bei Lambda? Was ist denn jetzt in meinem Beispiel relevant für die Ausgangsfunktion? Ja, richtig. Genau, in dem Fall ist das relativ angenehm. Wir haben ein Moore-Diagramm oder Moore-Schaltwerk vorliegen. Das heißt, ich brauche nur den aktuellen Zustand, denn die Ausgabe hängt ja nur vom aktuellen Zustand ab. Ach, ist das schön. So, aktueller Zustand haben wir gesagt. Na gut, kleines Beispiel hier, Z0. Und dann habe ich also für Lambda Z0, Y1, Y0. Und wir kennen das, dass wir dann natürlich ein bisschen gucken müssen, wenn wir rechts, ne, nur zur Erinnerung, das Ergebnis, was wir haben mit dem KV-Diagramm, dass wir dann für jedes Ergebnis quasi ja das eigene KV-Diagramm machen. Das hatten wir zur Erinnerung die letzten Male auch schon, wenn wir dann sowas hatten wie Z1 plus Z0 plus. Dann haben wir einmal für Z1 plus ein KV-Diagramm gemacht und einmal für Z0 plus. Und hier jetzt in dem Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel meinem Beispiel zwei Eingänge haben, zwei Ausgänge haben, dann machen wir einmal für Y1 ein KV-Diagramm und einmal eins für Y0. So, ja, bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage da gerade verstehe. Also genau, bei Lambda brauchen wir nur den aktuellen Zustand, wenn es sich um ein Moore-Schaltwerk handelt. Denn was wäre bei Mealy? Ah, ich weiß, das jetzt nicht, brauchen wir gerade nicht, aber können wir mal ein bisschen weiterdenken. Wir wissen ja auch schließlich nicht, was vielleicht nochmal für Aufgaben kommen. Was bräuchten wir bei Mealy? Da hing die Ausgabe ab von dem aktuellen Zustand und wovon noch? Da waren nämlich noch mehr. Genau. Da hätten wir nämlich auf der linken Seite unserer Tabelle auch noch die Eingänge mit dabei. Haben wir hier aber nicht, brauchen wir hier nicht. Zumindest für mein Beispiel. Dann müsst ihr jetzt nochmal gucken, ob das zufälligerweise auch für die Hausaufgabe gilt oder bei der Hausaufgabe was anderes gilt. Aber an sich erkennt man das ja relativ schnell daran, wo eben die Ausgaben sind. Okay, soweit so gut. Das ist noch der einfache Teil von 10.1, 10.2. Das kennt ihr eigentlich zum großen Teil. Jetzt kommt noch die spannende Frage, nämlich wir sollen den Automaten auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit überprüfen. Okay, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist was Neues für uns. Oder zumindest haben wir es nicht explizit gemacht. Also Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit.
das gerade mal weg. Wir haben netterweise wieder eine Beschreibung im Aufgabentext dazu. Also deswegen, ich kann immer nur den Tipp geben, achtet wirklich, was in den Aufgabentexten steht. Da ist häufig sehr viel an Hilfe schon mal mitgegeben. Vollständigkeit. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Okay. Was heißt das jetzt für uns? Wir haben einen Zustand. In jedem Zustand. Okay, wir haben unseren Zustand Z4 hier. Und hat da jemand vielleicht, schafft er das irgendwie mit eigenen Worten zu formulieren, ohne jetzt das genau abzuschreiben? Was bedeutet das jetzt, wenn ich auf meinen Zustand gucke? Was muss ich da haben? Wo sind wir? Wir sind im Endeffekt bei 10.1 am Reingucken und insbesondere jetzt auf 10.1c. Da geht es eben darum, den Automaten, den wir haben, auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit zu prüfen. Wir wollen jetzt aber gerade eben gucken, erstmal die Vollständigkeit. Die Beschreibung im Aufgabentext dazu lautet: In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung mindestens ein Übergang aktiv. Irgendeine Idee, was das jetzt für uns bedeutet, wenn wir jetzt hier auf unseren Zustand gucken. Wir haben also in jedem Zustand heißt es, das heißt, müssen wir in jedem überprüfen. Wir haben glücklicherweise gerade nur einen. Aber was muss da jetzt eigentlich vorliegen? Genau, also egal, genau richtig, egal was wir für x0 oder x1 haben, es muss einen Ausgang geben, der dann genommen wird. Das ist die Vollständigkeit. Das heißt, ja, genau, ist vollkommen egal, was x1 für und x0 für Werte gerade hat. Es muss immer irgendein Übergang muss aktiv sein. Es muss der aktiv sein oder der, egal. Hauptsache, wir haben einen Übergang. Was nicht passieren darf, ist, dass wir keinen Übergang haben, der aktiv ist. Und das würde man dann auch entsprechend aufschreiben, dass wir eben gucken. Wir haben. Also das Ganze nennt sich eben Vollständigkeit. Und für die Vollständigkeit würden wir eben sagen und gucken, es muss einer der Eingänge aktiv sein. Das heißt umgekehrt, wir sagen, oder wir müssen natürlich auch sicher sein, dass wir es sagen dürfen. Das ist dann das, was wir gleich gucken müssen. Wir haben den Übergang nicht x1. Entweder ist der aktiv. Oder wir haben den Übergang x1, nicht x0. Vielleicht ist auch der aktiv. Oder was können wir haben? Wir können hier unten haben den Eingang x1, x0. Okay. Wenn wir das Ganze alles zusammenschreiben, dann gibt es einen logischen Wert, der da rauskommen muss. Ist wieder eine 50-50-Frage. Welcher logische Wert kommt am Ende hier raus, wenn ich das so schreibe? Das ist einer vielleicht schon intuitiv begriffen. Genau, eins. Eins ist das, was dann rauskommen muss. Okay. Das heißt, wenn ein Zustand vollständig ist in einem Automaten, dann heißt es, ich habe alle Eingänge, die oder verknüpft sind. Und es ist dann mindestens einer, der aktiv. Das heißt, dass ich am Ende auf den logischen Wert 1 komme. Das ist jetzt erstmal schön. Das kann ich jetzt einfach so hinschreiben. Das Problem ist, stimmt das Ganze denn auch? Das ist das zweite Problem. Vielleicht ist das ja gar nicht vollständig. Vielleicht habe ich es jetzt einfach nur hingeschrieben. Das heißt, wir müssen
leider eben auch sehr genau gucken, was kann eigentlich sein. So, und das heißt, wir schauen uns eben an, was haben wir für Optionen. Okay, das erste wäre hier nicht x1. Das heißt, alle Fälle mit nicht x1 sind schon mal erledigt. Wir brauchen dann gar nicht so viel groß rumrechnen, netterweise. Das wird zum Glück nicht von uns verlangt an der Stelle. Aber wir müssen trotzdem natürlich uns sicher sein, was wir schreiben. Weil an der Stelle das Dümmste, was wir jetzt machen können, ist irgendwas hinschreiben, was nachher nicht stimmt. Klingt jetzt irgendwie blöd, aber ne, dann kriegen wir irgendwie. Es ist halt eine 50-50-Sache, ist es vollständig oder nicht? Und da müssen wir eben einmal Gang reinschmelzen. Gucken wir doch einmal. Wir haben nicht x1. Das heißt, alles mit nicht x1 ist erledigt. Wir müssen uns also dann nur noch kümmern über die Möglichkeit, es liegt x1 als Eingabewert vor. Okay, die zweite Variable, die wir als Eingang haben, ist x0. x0 kann sowohl 0 oder 1 sein, also kann wahr oder falsch sein. Und wir haben zum Glück die anderen beiden Übergänge, die wir haben, ist einmal x0 ist wahr und x0 ist nicht wahr. Und damit haben wir tatsächlich bei zwei Eingängen das relativ schnell gesehen. Genau, wenn wir mehr Eingänge haben, dann könnt ihr auch eben schauen, ob ihr das vielleicht mit einer Wahrheitstafel hinkriegt. Dann wird es natürlich ein bisschen komplexer, das Ganze zu überprüfen. Ich meine, für die Hausaufgabe habt ihr, glaube ich, aber auch nur. Ich will jetzt nicht lügen. Das ist mein Blatt. Habt ihr auch nur zwei Eingänge vorliegen. Das lässt sich noch relativ gut eben auch gucken. Und das formale Aufschreiben, wenn ihr euch sicher seid, dass es vollständig ist, wäre dann halt so. Für den Fall, dass. Wir können ja einfach mal gucken. Also angenommen, wir hätten jetzt zum Beispiel diesen Übergang nicht. Ja, dann würde das hier wegfallen in der Mitte. Und dann müssten wir eben halt eben auch gucken, dass wir, wenn wir uns das anschauen, sehen, dass hier zwar x1, x0 abgedeckt ist, aber eben der Fall x1 nicht x0 nicht abgedeckt ist. Und dann dürfte ich natürlich hier auch nicht mehr gleich einschreiben. Dann müsste ich nämlich sagen, das Ganze ist nicht vollständig. Weil eben das Ganze hier nicht mehr gleich 1 ist. So, jetzt immer die Frage zu, nochmal einen kurzen Blick auf die Hausaufgabe zu Z0. Genau, Z0 hat zwei Übergänge, zwei Ausgänge. Nein, nicht zwei Ausgänge, Entschuldigung, zwei Übergänge. Der eine ist mit x0 beschriftet, der andere ist mit nicht x0 beschriftet. Genau, das wäre dann eben das gleiche wie hier oben. Wir würden halt sagen, x0 oder nicht x0, wie schon richtig geschrieben, gleich 1. Wenn das so stimmt, dürfen wir das so hinschreiben und dann ist das vollständig. Und ja, x0 oder nicht x0, eins von beiden wird immer zutreffen. Das stimmt dann soweit auch. Und das macht ihr dann für die anderen Übergänge genauso. Wie gesagt, für jeden Übergang einzeln, denn es heißt, dass die in jedem Zustand gelten muss, die Geschichte mit Eingangsbelegung. Für jede Eingangsbelegung ist mindestens ein Übergang aktiv. So. Wir machen jetzt aber nur einen, weil sonst brauchen wir noch viel zu lange. Es wird eh wieder ein langer Termin. Das versuche ich ein bisschen zu verhindern, so kurz vor Weihnachten. Das also wieder zurück. Unser Beispiel hier ist vollständig. Das ist nett. Das Zweite, was wir haben, ist die Widerspruchsfreiheit. Die Widerspruchsfreiheit ist auch beschrieben im Aufgabentext. In jedem Zustand ist für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv. Auch hier wieder die Frage, schafft das jemand mit anderen eigenen Worten zu umschreiben, was das eigentlich jetzt bedeutet, wenn wir unseren Zustand angucken? Was bedeutet das hier für meine Übergänge? Wenn ich auf Widerspruchsfreiheit gucke. Genau, also im Endeffekt ist es immer eindeutig, welchen man nimmt. Und ich darf nie zwischen zwei wählen. Okay. Gucken wir hier mal.
Ja, im Endeffekt ist das eigentlich ein X-Ohr zwischen allen, da hast du recht. Wir schreiben es allerdings, also wir gucken uns das ein bisschen anders an. Ja, genau, mit dreien wird es dann schwieriger. Genau, also Widerspruchsfreiheit. Widerspruchsfreiheit heißt, wir gucken uns, ja, wir haben gesagt, was haben wir gesagt? Nicht zwischen zwei wählen, das war das. Okay, also das heißt, könnte es denn sein, dass wir zwischen zwei wählen müssen? Das müssen wir überprüfen. Was wäre zwischen zwei wählen? Zum Beispiel kann ich hier eben haben, ich nehme. Hab hier oben mein Nicht-X1. Und ich habe mein X1, Nicht-X0. So, da würde ich jetzt eben sagen, es dürfen eben nicht zwei gleichzeitig aktiv sein. Nicht zwei gleichzeitig. Okay, also, wenn ich da jetzt ein Und zwischensetze, als logische Verknüpfung, dann würde ich mir ja den Fall genau angucken, dass beide gleichzeitig aktiv sind. Und welchen Wahrheitswert muss ich rauskriegen auf beide gleichzeitig aktiv? Genau, gleich 0. So, das heißt, auch hier wieder so einmal ein bisschen einmal schauen. Ich kann mit Tabellen oder anderen arbeiten. Bei zwei Eingaben kann ich das vielleicht auch noch mehr so im Kopf gedanklich machen. Nicht x1 und hier x1, nicht x0. Das kann irgendwie nicht gleichzeitig aktiv sein, weil da müsste x1 gleichzeitig falsch und wahr sein. Okay, das kann nicht sein. Das hat den Wert 0. Das ist schön. Das will ich raushaben. Das muss ich auch raushaben für Widerspruchsfreiheit. Genau, das Gleiche mache ich aber dann auch nochmal. Ich habe jetzt nur die beiden Übergänge verglichen. Ich muss das Ganze aber auch noch mit den anderen machen. Untereinander. Und dann würde ich eben sagen, als nächstes nochmal hier wieder meinen obersten Übergang, nicht x1. Und den hier unten, den hatte ich da noch nicht ver mit verknüpft. x1, x0. Das ist relativ das gleiche wie eben, aus der gleichen Begründung. Ich kann ja hier nicht gleichzeitig nicht x1 und x1 haben. Angenehm, ist auch gleich 0. Okay, dann habe ich den mit dem verglichen, den mit dem verglichen und dann fehlt natürlich noch hier der mit dem. Das heißt, ich habe noch x1, nicht x0. Und x1, x0. Wenn mein jetziges Diagramm widerspruchsfrei ist, dann muss auch hier eine 0 rauskommen. Passt das logisch? Gucken wir uns das an. Ja, x1, beide Male true. Ja gut, das kann natürlich sein. Aber A, okay, x0, einmal wahr, einmal falsch, einmal wahr. Das geht nicht gleichzeitig. Das heißt, ich kann guten Gewissens sagen, auch hier wird der Wert 0 rauskommen. Okay, was habe ich jetzt also gemacht? Ich habe jeden der Übergänge genommen und habe die untereinander jeweils verglichen. Ganz wichtig ist, ich habe immer nur zwei miteinander in Verbindung gesetzt. Nicht alle drei auf einmal. Das würde uns hier nicht so helfen. Denn es geht ja immer nur darum, dass zwei nicht gleichzeitig wahr sind. Wenn ich alle drei zusammennehmen würde, könnte ich vielleicht rausfinden, ja, okay, die werden nie alle drei gleichzeitig wahr sein, aber das sagt mir halt überhaupt nichts darüber aus, ob vielleicht zwei davon gleichzeitig wahr sein können. Okay. Aber das ist quasi hier die Widerspruchsfreiheit. Ich habe nicht zwei Übergänge, die gleichzeitig wahr sind. Können wir mal überlegen. Kann es denn prinzipiell sein, dass ich einen Automaten habe, der vollständig ist, aber nicht widerspruchsfrei ist?
Also das heißt, dass ich in jedem Zustand eine Eingangsbelegung habe, wo dann mindestens ein Übergang aktiv ist. Aber das eben nicht gilt, dass höchstens ein Übergang aktiv ist. Kann ich also Vollständigkeit ohne Widerspruchsfreiheit haben? Was meint ihr? Jo, genau, kann ich haben. Im Endeffekt ist die Beschreibung der Definition hier von der Vollständigkeit sagt schon fast, dass mindestens ein Übergang aktiv ist. Es spricht halt nichts dagegen, dass mehr aktiv sind. Und das hätte ich ohne weiteres haben können. Okay, jetzt wird hier schon gesagt, andersrum geht's nicht. Dass für jede Eingangsbelegung höchstens ein Übergang aktiv ist, ohne dass wir vollständig sind. Was meint ihr da? Genau, ich könnte hier zum Beispiel das Nicht-X1 wegnehmen, genau. Jetzt habe ich definitiv keine Vollständigkeit mehr. Und was ich jetzt hätte, ist, ich hätte definitiv noch die Widerspruchsfreiheit, denn sie sagt halt auch nichts anderes aus. Für jede Eingangsbelegung ist höchstens ein Übergang aktiv. Sie sagt nicht, dass immer eine aktiv sein muss. Die Widerspruchsfreiheit erlaubt uns auch, dass wir uns fragen, ja und jetzt? Weil wir eben keinen Übergang haben. Genau, also das heißt, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit können auch unabhängig voneinander sein. Und zwar in beide Richtungen. Sehr schön. Gut, genau, wie gesagt, denkt dran, dass ihr das für jeden Knoten, jeden Zustand einzeln macht. Das ist im Endeffekt der Teil aus 10.1. Dann gucken wir mal. Oh, draußen ist wieder dunkel geworden. Okay. Dann, was haben wir in 10.2 vorliegen? Wir haben hier ein paar, ja, erstmal Schaltwerk. Soweit, so gut. Dann haben wir Zustände in einer Zustandstabelle. Wir haben Eingaben und wir haben in dem Fall vier Ausgänge. Können wir auch alle mitleben. Ein Zustandsdiagramm zeichnen. Wenn ihr so eine Tabelle habt, wie würdet ihr daran gehen, das Zustandsdiagramm zu zeichnen? Klingt vielleicht ein bisschen banal, die Antwort. Also insofern keine Sorge, wenn die Antwort irgendwie komisch vorkommt. Also ich habe diese Tabelle gegeben mit Eingabezuständen und Ausgaben. Wie würde ich jetzt das Zustandsdiagramm zeichnen? Genau, am einfachsten kann ich mir angucken, wie viele Zustände habe ich hier überhaupt. Das sind in der Hausaufgabe sind das fünf. Dann kann ich die, wenn ich das digital mache, am einfachsten schon mal aufmalen. Also digital kann ich aber noch nachschieben. Wenn ich das irgendwie per Hand mache, muss ich damit rechnen, eventuell das nochmal hübscher anzuordnen. Aber zumindest erstmal, okay, ich weiß erstmal, ich habe fünf Zustände. Von denen jetzt weiter. Und dann die Pfeile zu den jeweiligen Zuständen. Und dann muss ich halt nochmal gucken, wo gehören dann die jeweiligen Ausgaben hin. Ne, immer dran denken, es gibt eben die Möglichkeit, dass wir eben Ausgaben im Zustand selber haben, dass wir, wenn es Moore ist oder wenn wir das eben nicht haben, dann wäre es halt, wenn es Teil der Zustandsdiagramme ist, dann müssen wir die Ausgabe an den Übergängen mit ranschreiben. Dann sind wir bei Mili. So, wir haben eine ganze Menge Eingaben, wir haben eine ganze Menge Ausgaben und ich glaube, das wird erstmal ein relativ größeres Diagramm. Dann,
Was haben wir als nächstes? Wir haben eine Kodierung für verschiedene Zustände. Und zwar unterschiedliches, ne? Also, während wir in 10.1 eine einfache Durchzählung gemacht haben, wie auch die letzten Male mit 00, 01, 10, 11, ist in 10.2b das so gegeben, dass wir unterschiedliche Kodierungen haben. Das eine Mal fangen wir mit 100 für den ersten Zustand 0 an und das andere Mal mit 001. Gehen dann mit 110 weiter, aber dann und also ganz unterschiedlich. Wir können das auch anders anordnen. Wenn ihr das macht, genau, da solltet ihr nämlich das Zustandsübergangsnetz machen. Das, ne, wir erinnern uns gerade, das war ja hier. Hatte ich das nicht gerade irgendwo? Ja, sehr schön. Habe ich natürlich rübergekritzelt. Natürlich, Moment. Schieben wir das kurz mal so weg. Genau, wir hatten ja halt eben gesagt, Delta Lambda, so gibt es, und Zustandsübergangsnetz, Delta Schaltnetz, das heißt, da brauchen wir die Eingaben und wir brauchen den aktuellen Zustand und den Folgezustand. Und da ist eben bei den aktuellen Zustand und Folgezustand ist eben wichtig, wie die jeweilige Kodierung des Zustands aussieht. Ja, das einmal machen und dann eben vergleichen. Und dann könnte vielleicht auffallen, dass je nachdem, welche Kodierung da genommen wird in B, Kodierung 1 oder Kodierung 2, ein unterschiedliches Ergebnis rauskommt. Und man da vielleicht Sachen besser kodieren kann. So, vielleicht gibt es aber sogar noch eine bessere Kodierung. Das ist dann nämlich das, wo es in C drum geht. Nochmal nachzudenken, wie kann man das ganze Netz besser kodieren? Und zwar in dem Fall mit Bezug auf das Lambda-Schaltnetz. Ja, also auch da lohnt es sich vielleicht nochmal drüber nachzudenken, was ist eigentlich das, was ich für das Netz, was ich habe, was ist das Minimum, was ich brauche, um meine Ausgabe zu wissen. Okay, gut, lassen wir gleich noch mal gucken. Die Frage gesehen. Genau, für C, wie gesagt, noch einmal, also da eben rückwärts zu gucken, was da einfach zu denken, was brauche ich eigentlich an minimaler Information, um zu wissen, wie mein Ausgang ist. Da geht es eben darum. Da kann man verschiedene Ansätze wählen. Könnt natürlich gucken, ob ihr rückwärts minimiert. Das wäre eine Möglichkeit. Da hatten wir mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Kann ich aber, darf ich nicht viel mehr zu sagen gerade. Ich glaube, hier ist ein anderer Ansatz noch in der Hausaufgabe zumindest erstmal als präferiert erwartet, wo man halt dann mal überlegen kann, okay. Wie kriege ich es vielleicht relativ schnell hin, von einer Kodierung auf eine Ausgabe zu schließen? Also, ne, möglichst viel Eindeutigkeit zu haben. Da ist dann nämlich der ganz wichtige Punkt, dass da gesagt wird, ihr dürft mehr als 3 Bits für die Zustandscodes nutzen. Wenn da schon gesagt wird in der Aufgabe, dass ihr mehr als 3 Bits für die Zustandscodes nutzen könnt, was kann man denn vielleicht mit den Zustandscodes machen, wenn ich da mehr als 3 Bits nutze, dann kann ich ja vielleicht die Bits auch so wählen, dass ich daraus Dinge ablesen kann. Mehr sage ich jetzt aber nicht mehr. Zurück zur Frage Zeichnen. Dann gucken wir vielleicht kurz noch mal. Das mal wieder zurück. So, da war noch mal die Frage, dass es vielleicht irgendwo doch ein bisschen zu schnell ging mit dem, wie komme ich von meiner Tabelle in was Gezeichnetes? Okay.
Ich baue uns mal ein kleines Beispiel zusammen. Ich hoffe, das geht nicht total schief. Kann nämlich immer schief gehen, wenn ich sowas ad hoc mache. Also, wir haben irgendwie hübsche Eingänge. Mal A und B. Eingang kann 0 sein, Eingang kann 1 sein. Irgendwie sowas. Dann habe ich hier irgendwo meine Zs. Ich habe hier meine Z plus. Das sagt mir einmal, in welchem Zustand bin ich dann mit diesem Eingang. Also in welchem Zustand gucke ich jetzt gerade und was wäre der Folgezustand unter dieser Eingabebelegung. Ne? Und dann kann ich halt eben sagen, keine Ahnung, Zustand 1, geht das dann irgendwo. Irgendwohin weiter. Keine Ahnung, bei der Eingangsbelegung sind wir vielleicht bei Zustand 2. Bei der sind wir bei Zustand 1. Bei der sind wir auch bei Zustand 1 und bei der sind wir bei Zustand 2. Und dann habe ich vielleicht nochmal das Gleiche. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt gerade aufgemalt, aber das machen wir jetzt mal ein bisschen hübscher. So, auch Zustand 2 kann mit irgendwelchen Eingaben versehen werden, die da reinkommen. Und dann passieren irgendwelche Dinge für Folgezustände. Und gleichzeitig können wir noch irgendwie, keine Ahnung, einen Ausgang haben. Ich mache mir jetzt nur Y0, ich mache es mir hier einfach. Der ist 0, ja, irgendwie sowas. So zum Beispiel. So, das ist jetzt irgendwie ja quasi auch eine Tabelle, ähnlich wie in der Aufgabe 10.2 gegeben. Wir haben Eingänge, in Aufgabe habt ihr ein. Wir haben einen Zustand, auf den wir gucken, wo wir dann wissen, unter den Eingängen gibt es den Folgezustand Z plus. Und es gibt Ausgänge in unserem Beispiel 1 in der Hausaufgabe 4. Und da hatten wir letztes Mal, oder nicht letztes Mal, wir hatten vorhin gesagt, wir können gucken, die Zustände einmal aufmalen. So, machen wir hier eine Überschrift. Was haben wir für Zustände? Es gibt Z1, es gibt Z2. Aha. Na gut, dann male ich mir mal hier ein Z1 hin. Male ich mir mal hier ein Z2 hin. Wenn ich jetzt mehr hätte, müsste ich mir natürlich ein bisschen Gedanken machen, wie ich dann auch Platz habe, dass ich das auch schön verbinden kann. Vielleicht mache ich das auch einmal erstmal in ein bisschen Krickelkrakel schnell, dass ich einen Überblick habe und dann mache ich es noch einmal in hübsch, dass ich mir sicher bin, dass es richtig ist und gleichzeitig der Übungsgruppenleiter auch versteht und mir auch alle Punkte gibt. So, jetzt haben wir also die Zustände und danach die Pfeile zwischen den jeweiligen Zuständen. Ja, so, das heißt, ich kann also. Was kann ich haben? Ich kann haben A, nicht A, B. Dann würde ich von Z1 nach Z2 gehen. Male ich also einen Pfeil hin. Das wäre nicht A, B. So, und wenn ich das Ganze habe, dann ist. Von dem Zustand mit den Eingaben habe ich den Ausgang y gleich 0. Okay, dann ist wohl y gleich 0. Mein Ausgang. Ich gucke mir das nächste an. Z1 geht in Folgezustand Z1 unter Belegung A, B beides nicht. Das heißt, ich gehe in den Zustand selber zurück unter nicht A nicht B. Was macht mein Y0? Mein Y0 hat den Wert. Ach, dann wäre nur Y, muss ich weniger schreiben, habe mehr Platz für anderes. Y hat den Wert 1.
So langsam kann ich auch mal einen Kreis rumziehen um die Zustände, dass klar ist, dass das ein Zustand ist. Drittes ist, es gilt A, es gilt nicht B, es geht auch hier wieder im Kreis zurück. Auch das ist ein Übergang, das ist natürlich dann ein anderer Übergang, ist ja nicht der gleiche wie hier mit nicht A, nicht B. Also das war A, nicht B. Mit Y gleich 0. Und dann kann ich noch als letztes haben, A, B geht von Z1 nach Z2 und hat Y gleich 0. So, und jetzt kann ich, jetzt habe ich tatsächlich, theoretisch habe ich zwei Möglichkeiten. Ich könnte jetzt zum einen schreiben, also ich könnte jetzt erstmal einen neuen Übergang machen, der einfach darunter geht. A, B mit dem Ergebnis Y gleich, was haben wir gesagt, Y gleich 0. Wenn ich jetzt allerdings sehe, dass ich in dem Fall hier Y gleich 0 das gleiche habe als Ausgabe, könnte ich natürlich auch schon anfangen zusammenzufassen, nicht A und B oder A und B. Ne? Weil das beides ja auch dann dazu zu dem gleichen Ergebnis führt an der Stelle. Okay, damit hätte ich das für Z1 gemacht. Wäre ich jetzt bis hier in meiner Tabelle. Und das gleiche müsste ich nochmal mit Z2 machen. Hat das weitergeholfen an der Stelle? Mehrere Ausgänge. Naja, also wenn ich mehrere Ausgänge hätte, dann hätte ich zum Beispiel, gucken wir jetzt einmal hier nicht A und B, dann würde ich hier sagen, Komma, also das obere wäre Y0, dann Y0 gleich 0, Komma Y1 gleich, keine Ahnung, ist vielleicht auch 0 in dem Fall. Da würde ich dann einfach Komma getrennt mehrere Ausgänge dann eigentlich mit dran schreiben. Also ich kann, ich gucke jetzt gerade mal, man kann das natürlich auch, das ist natürlich eine Schreibweise. Ich kann jetzt natürlich auch sagen, vom Verständnis her wäre es das Gleiche, wenn ich halt sage, ich habe mein, in dem Fall gilt Y0 nicht und Y1 nicht. Da muss man nur gucken, ob da eventuell irgendwelche Fälle rauskommen, die dann übersehen werden. Also da dann vielleicht eben einmal nachdenken, ob das dann gerade so passt. Ihr könnt das natürlich eben auch entsprechend in der logischen Schreibweise machen. So. Zwei, drei, dann sind wir bei 10, 3, glaube ich. So, 10.3, da geht es um gekoppelte Automaten. Im Endeffekt darum, dass wir nicht nur einen Automaten haben, sondern sagen, wir kombinieren vielleicht welche. Also, und dafür.
Ich würde sagen, dafür greifen wir noch mal so ein bisschen zurück auf das, mal zur Erklärung wahrscheinlich gleich noch mal auf ein anderes Beispiel aus letzter Woche. Was in der Hausaufgabe genommen wird, ist eine einfache Ampelschaltung als Grundbeispiel. Folie 697 folgende vorgestellt. Genau, im Endeffekt geht es halt darum, wir haben ein vorliegendes System, wo diverse Sachen durchschalten und das wollen wir aber vielleicht anpassen. Müssen wir mal gucken, dass ich da die richtige Folie erwische. Passt. Nicht ganz. So, gehen wir ein bisschen zurück zu Bahnübergängen. Wir hatten letztes Mal. Mein Gott. Ich mache hier irgendwo. Ja, das passiert, wenn man irgendwo drauf rumzeichnet, aber auf falschen Folie gezeichnet. Na gut, egal. Wir hatten letztes Mal das Beispiel mit einer Bahnübergangsschranke und einem Bahnvorsignal aus Lokführersicht quasi so einen Bahnübergang genommen. Auch da haben wir ja eine Ampel gehabt. Und hatten dann unser Zustandsdiagramm gemacht in dem Ganzen. Und zwar war das dann das große Teil. Ich habe jetzt ja auch noch die anderen KV-Diagramme drumherum. Im Endeffekt sind wir durch die Zustände gegangen und haben hier halt gesagt, wir warten hier ganz lange auf unser Signal in Zustand 1, bis eine Bahn kommt. Wenn eine Bahn kommt, dann gehen wir hier einmal durch die Zustände durch. Und ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, ja, ganz realistisch ist es jetzt nicht, dann einfach so mit jedem Takt einmal weiterzuschalten, weil so schnell können die Schranken gar nicht hochgehen, die Autos oder runter, nee, in dem Fall runtergehen, die Schranken runtergehen, den Zug durchgefahren sein und alles wieder gut. Damit überhaupt eine gewisse Chance und Zeit da ist, da rüber zu gehen oder sei es auch dann irgendwie rüber zu fahren in der Hausaufgabe, ist dann eben die Idee, dass man sagt, naja, vielleicht will ich irgendwie zählen, wie lange ich irgendwo bin. Dass ich dann halt sage, ich bleibe nicht die ganze Zeit in einem Zustand, sondern ich wechsle, naja, also doch, ich bleibe eine ganze Zeit in einem Zustand, aber ich muss ja irgendwie wissen, wann ich weitergehe. Dafür. Dafür kann ich jetzt natürlich auf diverse Arten rangehen. Ah, sorry, das war gerade das Falsche. Da wollte ich nicht hin. Zu viele Fenster, sorry. Da wollte ich hin. So, was hatten wir gesagt? Wir haben hier nämlich irgendwo den Zustand, Schranke unten, Vorsignal grün, gelb, grün, rot, Schranke unten, Vorsignal grün. So, das hier ist der Moment, Zustand 3, wo die Autos nicht fahren dürfen und unsere Bahn fahren darf. Und dann, keine Ahnung, wissen wir vielleicht aus der Erfahrung, dass die Bahn normalerweise 50 Takte braucht oder so, um da einmal durchzukommen. Und was ich also eigentlich dann eben sagen will, ich ergänze hier nochmal einfach was. Das mal in Blau. Und ich will hier. Ich will hier 50 Takte drin bleiben. Ja. So mache ich zum Beispiel irgend so einen Zähler. Können wir zum Beispiel Counter nennen, wenn wir Englisch bleiben. Counter kleiner 50, wenn er jeden Takt hochzählt. Und so lange bleibe ich in dem Zustand. Und wenn ich dann irgendwo meine 50 erreicht habe, dann darf ich auf den Folgezustand gehen, weil ich weiß, dass in 50 Takten ganz sauber meine Bahn einmal rübergefahren ist und deswegen die Schranken wieder hochgehen dürfen. Das ist so ein bisschen, was dahinter steckt, dass ich dann eben sage, sowas will ich halt haben. Wie schaffe ich es jetzt, eben unterzubringen, dass ich 50, diese 50 Takte warte? Und da ist eben
in der Hausaufgabe eben gesagt, in A, eine Lösung wäre zu sagen, ich mache einfach ganz viele Zustände. Ne? Also ich habe da nicht nur Z3, sondern ich habe Z3.1, ich habe Z3.2 und ganz viel mehr und irgendwann habe ich Z3.50. Und dann würde ich halt von Z2 nach Z3.1 gehen, nach Z3.2 gehen, dann nach Z3.3 und so weiter, bis ich irgendwann bei Z3.50 ankomme und dann gehe ich weiter nach Z4. Dann weiß ich, ich habe definitiv 50 Takte lang die Schranke unten und das Signal für den Lokführer, das Vorsignal ist grün. Kann man so machen. Ist trivial die Lösung? Vielleicht nicht ganz optimal. Hat irgendwer Ideen, welche Probleme es geben kann, wenn ich das einfach mache, dass ich eben sage, oh, ich mache einfach aus dem einen Zustand, mache ich 50. Ja, man kann nicht immer unendlich viele Zustände machen. Ja, aber warum eigentlich? Warum das Ganze? Vielleicht können wir es ja tatsächlich sogar. Vielleicht sind es ja nur 50, die wir brauchen und nicht 3000. Ne? Also, es könnte sein, dass wir nicht den Platz haben wegen irgendwelchen Grenzwerten für Zahlen. Das stimmt. Das kann sein, trifft aber ja nicht immer zu. Ihr vielleicht noch so Ideen. Überlegt euch doch einfach mal, das hier ist jetzt das aktuelle Schaltnetz von dem Automaten. Wenn ihr das so kriegt und ihr da die Beschreibung zu kennt. Und jetzt fange ich an und ich mache da nochmal 50 Zustände rein oder 49 mehr. Okay, genau, vielleicht wird es ein bisschen unübersichtlich. Was ist das Risiko, wenn etwas unübersichtlich wird in der Informatik an Automat, Programm oder ähnlichem? Das gilt jetzt nicht nur für Automaten, sondern wie gesagt auch eigentlich für Programme. Genau, es kann sein, dass es schwerer zu verstehen ist. Wenn es schwerer zu verstehen ist, ist es grundsätzlich auch schwerer wartbar. Ja, das ist so ein bisschen so mit Informationen. Also, ne, wenn ich jetzt irgendwo in der Firma bin und ich habe mein Thema und ich kriege einen neuen Kollegen rein. Und dann kann ich aber plötzlich ihm gar nichts erklären, weil ich irgendwie auf. Keine Ahnung, irgendein Auslandseinsatz irgendwo hin muss, weil irgendwas da Wichtiges kaputt ist. Und dann muss der Kollege alleine sich damit beschäftigen. Dann ist das für ihn natürlich schwer, wenn da jetzt irgendwas drin ist, wo er dann das machen soll, weil das riesig, komplex und unübersichtlich ist. Guter zweiter Punkt, Fehlererkennung nicht möglich. Genau, also auch dann wird es halt schwieriger mit Fehler, die da reinkommen können. Weil ja, wenn ich dann einen Zustand habe, und ich ändere irgendwie was. Ich muss jetzt nicht mehr nur, keine Ahnung, das Ganze, das Vorsignal heißt nicht mehr grün. Weil wir wegen irgendwelchen Forschungen festgestellt haben, dass wegen Rot-Grün-Blindheit alles, was grün ist, zurzeit in Zukunft lila sein muss. Keine Ahnung, blödes Beispiel jetzt einfach nur, ne? Das heißt, ich müsste hier in meinem ersten Diagramm, müsste ich nur aus Vorsignal grün, Vorsignal lila machen. Das ist einfach. Wenn ich das jetzt 50 Mal mache, ist das Risiko höher, dass ich es einmal vergesse. Genau, das sind schon mal zwei gute Möglichkeiten, was da an Fehlern kommen können, oder was da an Problemen sein kommen können. Ja, genau, dass es vielleicht irgendwie auch groß ist mit, mit dem, dass es vielleicht sogar gar nicht umsetzbar ist. Das kann man vielleicht auch so sehen. Genau, also das sind so Punkte, die ihr eben in 10.3a eben damit erwähnen sollt. Okay, wir können jetzt also das Ganze anders lösen oder es wird dann eben sowas eher anders gelöst, dass man sagt, wir machen halt einen Zähler da rein. Ein Zähler, der genau das für uns übernimmt.
diesen Counter hier zu zählen, dass wir eben nicht die ganzen die ganzen Zustände da brauchen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was so ein Zähler eigentlich braucht. Also ich kann dem Zähler sagen, automatisch, natürlich, klar, er muss hochzählen oder runterzählen. Beide Möglichkeiten. Jetzt hier irgendwie, meiner zählt gerade hoch, natürlich könnt ihr auch runterzählen. Ihr müsst gucken, was die Hausaufgabe macht. Was sagt er da? Aha, ansonsten wird rückwärts gezählt. Ne? Das heißt, im Hausaufgabentext seht ihr schon, dass dafür eure Hausaufgabe wird, also der Zähler zählt runter. Was brauche ich noch, wenn ich so einen Zähler habe? Was kommt da eigentlich dann noch mit dazu? Ist ja schön, dass hier irgendwie der Zähler da irgendwie Dinge tut, aber ich muss ja eine Verbindung haben zwischen beiden Automaten. Also im Endeffekt sind ja beides Automaten. Der Zähler ist ein Automat und mein ursprüngliches Zustandsdiagramm, das beschreibt ja auch einen Automaten. Was fehlt denn zwischen den beiden? Ja, okay, Ausgabe-Eingabesystem. Klar, die Leitung brauche ich an der Stelle. Aber genau, Ausgabe-Eingabe, das ist vielleicht dann auch noch so ein Punkt. Count ist ja eine Ausgabe von meinem Zähler. Brauche ich vielleicht noch irgendwelche Eingaben? Mal so ganz nachdenken. Ich habe da einen Zähler, der zählt die ganze Zeit theoretisch hoch. Ah, man könnte den Zähler am Anfang auf den Startwert setzen. Okay. Genau. Ich muss irgendwie sicherstellen, dass der Zähler einen definierten Zustand irgendwie hat. Weil, ja, sonst weiß ich hier auch nichts. Wenn ich einen Zähler habe, der runterzählt, dann muss ich ihm am Anfang sagen, von welchem Startwert er runterzählt. Wenn ich einen Zähler habe, der hochzählt, dann reicht es natürlich auch zu sagen, ich muss irgendwo ein Reset-Signal haben. Ja, weil ich den dann einfach auf Null setze. Und das heißt, ich müsste mir jetzt überlegen, wann wäre es jetzt sinnvoll, meinen Zähler auf Null zu setzen, in meinem Beispiel, den ich hier jetzt habe. Eine Idee? Also wo würdet ihr jetzt hier vielleicht den Zähler auf Null setzen? Immer davon ausgehend, dass mein Zähler, den ich jetzt im Hintergrund implementiert habe, jeden Takt hochgeht. Bei Zustand 4, okay, könnte man natürlich überlegen, was würde dann passieren? Immer dran denken, bei jedem Zustand geht er ein höher. Dann geht er hier auf 1 bei Zustand 0, bei Zustand 1 geht er auf 2. Dann zählt er entweder höher, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oder er geht gleich weiter auf hier 3. Das heißt, er ist 3 oder höher, wenn er hier ist. Zustand 3, ein weiter ist er 4 oder höher, wenn er hier ist. Okay, das funktioniert also noch nicht so ganz bei Z4. Gerade wenn wir sowas haben, wie dass wir in einem Zustand beliebig lange sind. Dann haben wir natürlich das Risiko, wissen wir gar nicht, was das für den Zähler bedeutet. Das heißt, normalerweise würde man so einen Zähler möglichst kurz vor Gebrauch erst resetten oder mit einem Startwert versehen. So, jetzt können wir nämlich überlegen, kurz vor Gebrauch. Das heißt, irgendwo hier, wo wir bei Z2 sind, zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit. Da müssten wir uns überlegen, was bedeutet das eigentlich? Auf welchen Wert kommen wir? Ja, okay, genau. Das schon gut erkannt. Wenn ich jetzt nämlich hier das Reset dran machen würde, bei Zustand 2,
beziehungsweise ja dann irgendwie auf. Im Endeffekt ist das ja auch, kann ich das auch als Ausgang aus dem Ganzen sehen. Sind ja hier bei Moore, wir wollen ja mal nicht so sein. Wenn ich jetzt hier das Reset mache, dann wäre ich hier auf 0. Und dann müssen wir eben gucken, wohin kommt das Ganze. Dann wäre er mit einem nächsten Takt, wäre ich hier auf 1. Geht er runter, geht er auf 2. Das heißt, nach 2 Takten wäre ich auf 2. Das würde dann sogar passen. Das heißt, wenn ich bei Moore bin und das als Ausgang sehe, mein Reset-Signal, was dann ja an meinen anderen Zähler rangeht, dann würde das hier zufällig gerade hinhauen. Wenn ich hier irgendwie was Mealy gemacht hätte und es an den Übergängen mitschicken würde, das Signal, dann hätte ich das Problem tatsächlich, dass ich dann hier mit 0 anfange und nach einem und dann noch die genau, die Verzögerung habe ich jetzt gar nicht berücksichtigt. Dankeschön. Ja. Wir müssen auf die Verzögerung achten. Denken wir nochmal nach. Wir setzen hier ein Reset auf 0. Die Verzögerung, es kommt aber erst hier an. Ja, du hast recht. Es müsste hier auf minus 1 eigentlich gesetzt werden. Das heißt, wir sind hier zu hoch. Wir dürfen eigentlich nur bis 49 zählen, damit wir 50 Takte haben. Weiß, es ist jetzt so ein bisschen gemein, den Counter einfach anzupassen an der Stelle, aber das ist manchmal halt eben die einfachere Lösung, weil minus 1 ist ein Wert, den man immer sehr vorsichtig behandeln sollte in der Informatik. Minus 1 und 0, nur weil, ne, teilen durch 0 und solche Sachen sind ja auch immer nicht gut. Minus 1 ist manchmal dann auch für irgendwelche Fehlerfälle reserviert, also da immer ein bisschen vorsichtig sein. Okay, so, also wenn wir die Verzögerung noch haben, wäre das also, wir haben Reset-Signal. Das Reset-Signal haben wir, wenn wir hier in Zustand 2 sind. Wir gehen über in Zustand 3. Da wird das aber noch bearbeitet und erst danach, nach dem ersten, ist es da. Sind dann also erst nach dem ersten Mal im Zustand 3 auf 0 und müssen dann eben noch ein paar Mal durchlaufen. Und damit wir dann eben 50 Mal in Zustand 3 sind, laufen wir eben nur bis 49 durch. Und solange wir kleiner 49 sind, immer wieder Zustand 3. Wenn wir 49 erreicht haben, gehen wir in Zustand 4. Okay, genau. Für die Hausaufgabe, für 10.3b, müsst ihr ein bisschen gucken. Da wird halt eben gesagt, da wird euch auch gesagt, welche Signale ihr habt. Also da ist die Herausforderung eben zu verstehen, wie funktioniert der Automat. Ja, der Automat, es ist ein Automat. Wie funktioniert der Zähler, der als Automat modelliert ist? Und hatte ich eben schon gesagt, ne, worauf ihr achten müsst, da wird rückwärts gezählt. Und dann gibt es halt verschiedene Leitungen. Und das Ganze ist unten im Text zwar beschrieben, aber es ist noch so viel Pseudotext, auch wenn das VHDL ist, dass ihr das eigentlich auch mit Java verstehen können müsstet. Denn das meiste ist nicht so wichtig. Wichtig ist erstmal, versucht zu verstehen bei sowas. Was sind meine Eingaben? Was sind meine Ausgaben? Und dann zu gucken, was kann ich vielleicht erkennen, wo ist irgendwo was, wo was funktioniert und was passiert. Und da sehen wir nämlich, dass da sowas wie Begin ist. Und Begin sagt uns, dass da sowas wie eine Methode anfängt, wie wir das aus Java auch kennen. Ja. Und dann haben wir If und Else. Und If und Else kennt ihr aus SE auch. Ja, das heißt, bitte keine Sorge für VB, vor dem VHDL. 90% davon braucht ihr nicht in dem Detail zu verstehen. Ihr müsst nur wissen, dass zwischen Begin und End irgendwo ein Programm ausgeführt wird. Und dann eben mit If und Else Dinge passieren. Und es dann eben aber auch eine Verschachtelung von Programmen gibt. Deswegen gibt es dann mehrfach Begin und End. Genau, und ansonsten lest vor allem den Text, der davor steht, der sagt euch, welche Eingaben und welche Ausgaben ihr habt. So, das ist der eine Teil dazu. Jetzt haben wir verstanden, wie der Zähler funktioniert. Das andere ist, dass dann dazu gesagt wird, ja, wir wollen uns das Ganze aber auch mal angucken, was passiert eigentlich in so einem Taktschema. Okay, ein Taktschema. Wir können ein Taktschema haben.
So, was haben wir da für Dinge? Wir haben, das sehen wir auch, wir haben irgendwo gegeben, wir haben eine Clock, also unser Taktsignal. Und dazu haben wir, was haben wir hier? 1 und 0. Ja, da erinnern wir uns ein bisschen an die Impulsdiagramme. Da war das auch so, dass wir eben dann entweder nach oben den Ausschlag hatten. Da war also Signal auf der Leitung oder war kein Signal auf der Leitung. Dann haben wir irgendwo so einen Beginn. Lassen wir ihn irgendwo hier sein. So, und dann geht eben unser Taktsignal ganz regelmäßig durch. Also es fängt irgendwie hier an und ja, gut, kann man unterschiedlich machen. Ich mache meins mal 180 Grad gedreht. Bei mir fängt es oben an, geht dann nach unten und dann ist ein Takt vorbei. Und dann geht es eben wieder hoch, geht runter, nächster Takt vorbei. Ihr seht da auch immer T1, T2, T3, T4 verschiedene Phasen, nee, verschiedene Zeitpunkte. Müsst ihr eben gucken, dass die Zeitpunkte da so in der Hausaufgabe eben so markiert sind, dass die halt jeweils hier bei einer Taktvorder- oder einer Taktrückflanke sind, ne? An den roten Punkten hier. Oder zumindest an den Punkten, wer vielleicht rot-grün schwach ist, an den Punkten hier sind jeweils die Zeitpunkte dann gegeben für die Hausaufgabe. So, und dann heißt es, dass wir in dem Fall oder ihr für die Hausaufgabe, na gut, ihr sollt textuell beschreiben, wie sich die Signale verhalten. Textuell macht es das ein bisschen einfacher. Wir können natürlich trotzdem so ein bisschen gucken auf die Signale, was wir da finden. Was müssen wir irgendwie schauen? Wir haben hier den Beginn der Phase. Achso, jetzt habe ich hier natürlich schön rumgezeichnet, was ich natürlich vergessen habe. Wir haben nicht nur Beginn, wir haben auch ein Ende. Ne, hier zwischen ist irgendwie alles Mögliche. Und dann haben wir hier. Meinetwegen nochmal hier irgendwie mein Ende der Phase. Okay. Gut. Was haben wir als nächstes, was wir dazu wissen müssen? Wie gesagt, ihr sollt das textuell beschreiben. Wir gucken das jetzt so ein bisschen mit dem Taktschema auch an. Was wir außer unserem Takt wissen, ist, wir haben uns wir haben uns einen Zähler ja dahin zugefügt, der irgendwo das Signal Count hat. Also für mein Beispiel CNT. Und wir haben ein Signal Reset. Das heißt, das sind die beiden Sachen, die man dann sich überlegen und anschauen muss auf das Ganze. Dass ich jetzt eben sagen kann, ich habe also Signale, das eine nennt sich dann hier meinetwegen eben Reset, das andere nennt sich Count. Ihr müsst dann natürlich gucken, was habt ihr für Signale, die in der Hausaufgabe laufen. Und dann müsst ihr halt eben überlegen, im Verständnis, was passiert eigentlich? Ja, was weiß ich eigentlich? Was weiß ich über meinen Counter am Ende meiner Phase hier? Wie heißt die? Was haben wir gesagt? Hier meiner Schranken-Unten-Phase. Was weiß ich hier über meinen Counter? Ich gehe hier zigmal durch. Was genau weiß ich am Ende über meinen Counter? Frage vielleicht mal etwas expliziter. Was weiß ich über den Counter, wenn ich dann mit Z3 durch bin und zu Z4 weitergehe?
wo meine schöne Phase endet, wo die Schranke auf jeden Fall unten ist und das der Zug bei Grün drüber durch. Ja, okay. Fast jetzt in der Hausaufgabe richtig wäre der auf 0, weil er auch in der Hausaufgabe runterzählt. Hier ist es so, hier zählen wir hoch, hier wäre der auf 49. Das heißt, was ich hier zum Beispiel sagen kann, ist, dass dass dann mein Counter netterweise hier auf, da haben wir hier den Takt. Dann wäre mein Counter also auf 50. Jetzt komme ich selber wieder durcheinander. Nein, auf 49. Das hatten wir gesagt. 49. Wir zählen nur bis 49, weil wir vorher schon einen haben. Und das Ganze. Vorher hat er durchgezählt. Das heißt, er hat die ganzen Takte vorher gezählt. Irgendwie hier auf 48. So, jetzt ist natürlich spannend, was ich dann. Da muss man so ein bisschen gucken, und das ist eben auch das Spannende wieder auch für die Hausaufgabe, weswegen ihr genau in die Beschreibung gucken müsst, wie das Programm und Automat definiert ist, dass ich natürlich gucken muss, was bedeutet das jetzt für den Anfang meiner Grünphase? Oder den Anfang meiner ich darf durchfahren Phase. Ja, das ist, ich bin hier quasi bei Z3. Was bedeutet das für meinen Counter an der Stelle? Der ist jetzt, genau, der ist jetzt am Anfang hier auf 0. Das war ja auch unser Ziel. Oder ist unser Ziel, dass ich insgesamt auf 50 Takte komme. Das heißt, ich habe hier Takt 0, ich habe hier Takt, ja, Takt 0, ich habe hier den Counter auf 0, auf 1 in den ersten beiden Takten in meiner Phase. Ich nenne es mal die Schranke unten Phase. Sagte, in der Hausaufgabe wird ja auch von der Grünphase ge gesprochen und am Ende auf 49. Und dazwischen hier zählt er einfach weiter hoch. Das heißt, wenn ich sowas wie einen Counter habe, dann muss und irgendwo was mit Werten, dann muss ich mir eben für Anfang und Ende überlegen, was sagt der Automat von der Beschreibung oder das Programm, wann ist mein Zähler eigentlich auf welchem Wert? Das muss ich dann einmal erstmal verstehen. Das zweite, was ich habe, ist das Reset-Signal. Und ja, was passiert mit dem? Nee, warte, ich mach das mal nochmal ein bisschen anders. Ich packe hier nochmal gerade Zustand dazu. Wenn ich jetzt nämlich sagen würde, ich bin in einem Zustand, haben wir gesagt, ich bin in Zustand 3 die ganze Zeit. Das heißt, ne, das würde hier die ganze Zeit durchlaufen. Und dann würde ich dann im Folgetakt wäre ich in Zustand 4. Keine Ahnung, wie lange, das gucke ich mir gerade nicht an. Und wo komme ich her? Ich komme aus Zustand 2 her. So. Was der Counter hier sagt, ist an sich für mich auch erstmal irrelevant. Wichtig ist halt, dass ich genau sicher weiß, dass ich, wenn ich hier in meinem Zustand am Anfang bin, eben auf 0 bin. Zumindest für meinen Zähler. Was für die Hausaufgabe zählt, müsst ihr euch dann einmal nochmal genau gucken, ob das passt. Oder ob das ein bisschen vielleicht verschoben ist. Und das andere ist halt das Reset. Jetzt müsste ich bei dem Reset halt nochmal überlegen, wann kommt der eigentlich? Muss ich den, was passiert mit dem, wenn ich mir den Reset jetzt angucke, was passiert mit dem Reset in meinem Taktschema? Genau, also wir hatten ja eben schon gesagt, wir haben eine Verzögerung, es passiert nicht sofort oder wir haben zumindest nicht das Ergebnis sofort am Ende. Das heißt, eigentlich ist der Reset hier vorne in dem Bereich, wo wir jetzt bei meinem Taktschema gar nichts hätten
Und ab da, wo mein Taktschema hier anfängt mit dem Beginn der Schranken-Unten-Phase und Zucht darf durchfahren, brauchen wir das Reset-Signal ja schon gar nicht mehr. Das heißt, da wäre das sogar die ganze Zeit auf Null. Ja, das heißt auch für die Hausaufgabe wieder einmal gucken, was habt ihr da noch für Sachen? Ihr habt ein Reset-Signal, das kann den Zähler manipulieren, aber es ist nicht das Einzige, was euren Zähler manipulieren kann, denn ihr habt ja auch noch das Load-Signal. Das Load-Signal ist sogar ein Tick spannender, weil euer Load-Signal nämlich genau den Wert euch lädt, was ihr braucht, von dem ihr dann runterzählen wollt. So, und deswegen, also da einmal versucht für die Hausaufgabe zu verstehen, wann wird euer Zähler manipuliert? Ja, dass ihr da irgendeinen Wert habt, mit dem ihr starten könnt. Normalerweise halt gucken, zählt ihr darin runter oder hoch? Wir haben jetzt schon rausgefunden, ihr zählt in der Hausaufgabe runter. Und dann eben zu gucken, wann hat der Zähler eigentlich welchen Wert? Und was bedeutet das jetzt im Zusammenhang mit den Zuständen? Wie gesagt, das ist jetzt tatsächlich mit Taktschema dem Ganzen. Ich sehe, wie gesagt, aus der Aufgabe nicht heraus, dass ihr das als Taktschema malen sollt, sondern ihr sollt das textuell beschreiben. Genau, ach so, und ach so, bitte darauf achten, einmal vorderflankengesteuert, einmal rückflankengesteuertes. Also einmal passiert alles hier bei der Vorderflanke. Nämlich so. Genau, also alles mit Vorderflanke und dann könnte es einmal sein, die Ampelsteuerung mit Vorderflanke und die Taktsteuerung mit Rückflanke. Die Zählersteuerung mit Rückflanke. Oder der Zähler, ne? Das würde nämlich bedeuten, dass wir hier ja irgendwo die Dinge so ein bisschen verschoben erst machen, ein bisschen später. Zum Beispiel bei unserem. Ne, weil das hier der Zähler ist, wo er ist. Für die Hausaufgabe müsst ihr eben einmal gucken, was habt ihr eigentlich in dem Ganzen, ja, was habt ihr da mehr, was im Zähler selber passiert und wo passiert das jeweils? Also passiert das quasi in der Ampelsteuerung oder passiert das eben mit dem Zähler? Ja, ich glaube, das ist es zu 10.3. So, dann ist jetzt die Frage, wir sind auch ein bisschen ausgedünnt mittlerweile. 10.4 ist ein, ja, ist im Prinzip ein bisschen was mal ausprobieren, ein bisschen gucken. Wollt ihr da, dass ich da noch mal ein bisschen was zu mache, dass wir da noch ein bisschen durchgucken? Oder meint ihr, dass ihr das auch selber so hinkriegt? Das müsst ihr einmal jetzt mal ehrlich selber sagen. Das könnt ihr nur so, könnt ihr selber ausprobieren. Oder wir können da gerne uns auch ein bisschen was zu angucken. Ich kann da auch gerne noch was zu erzählen. Oder sagt doch gerne mal. Okay, gut. Also zumindest einige wollen auf jeden Fall dazu noch ein bisschen was hören oder ein bisschen mitgucken. Dann fange ich mal ein bisschen an. Das kann halt nochmal, je nachdem, wie intensiv wir reingucken, auch nochmal eine halbe Stunde dauern. Ich muss einmal kurz meinen Bildschirm dafür umstellen. Moment bitte. So, wobei, Moment, nochmal einen zurück. Doch da sogar noch eine kleine Folie für gemacht. So, unter 10.4, das können wir nämlich auf verschiedene Arten und Weisen bearbeiten. Unter Windows könnt ihr zum Beispiel Cygwin installieren, den Cygwin-Compiler und die Umgebung. Unter Linux könnt ihr den GCC, also den GNU-C-Compiler installieren und dann über die Linux-Shell das Ganze steuern. Oder wenn ihr solltet ja eigentlich alle, meine ich, einen Rechenzentrums-Account haben für die Informatik, dass ihr dort zugreifen könnt. Vielleicht erinnert ihr euch auch aus der OE-Woche darauf, dass mal irgendwie was über SSH-Zugang gesagt wurde. Dann habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel PuTTY zu benutzen, als SSH-Programm auf der Kommandozeile das auszuführen.
Und dann zum Beispiel WinSCP zu nutzen, um die fertige Datei euch von den Servern des Informatikums dann zu holen. Das sind drei Möglichkeiten. Funktionieren alle gleich, wenn ihr das installiert habt. Wie gesagt, die letzte Möglichkeit wäre dann ohne eigene Installation. Dafür müsst ihr dann das aber mit dem SSH dann eben hinkriegen. Ich werde es jetzt einmal tatsächlich auch mit der Verbindung zum Informatikum machen. Allein aus dem Grund, dass ich einfach sicherer weiß, dass es funktioniert, weil ich meinen Rechner immer wieder verkonfiguriere für alles Mögliche. So, was ich jetzt einmal geöffnet habe, ist PuTTY. Das ist ein, ja, wie gesagt, ein kleines Hilfsprogramm. Und da kann ich dann eine Adresse eingeben als Hostname, Connection-Typ SSH. Das ist jetzt schon mal vorbereitet. Und der Hostname für die Informatik ist dann rzssh1.informatik.uni-hamburg.de. Und gerade überlegen, musste ich hier noch was ändern? Ich glaube nicht. Und dann würde ich halt sagen, open. Und dann sagt er bei mir jetzt gleich Login S. Bei euch wird er einmal noch fragen nach dem Fingerprint. Da müsst ihr auf der Webseite vom Rechenzentrum dann einmal gucken, dass es der richtige Fingerprint ist und dass ihr sicher seid. Also das ist ja im Prinzip, ne, diese Sicherheitsprüfung. Traust du diesem Rechner, dass du dich darauf verbindest? Bei mir sagt er jetzt halt eben direkt schon Login S. So, da würde ich dann meinen Account dann nehmen. Bei euch heißt er dann entsprechend dann wohl anders. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie die jetzt dies Jahr alle heißen, ob ihr jetzt alle ein 1 Nachnamen da noch gekriegt habt oder wie auch immer die gerade genannt worden waren. Aber ihr solltet alle in der OE-Woche hoffentlich mit dem Rechenzentrums-Account spätestens versehen worden sein, wenn nicht gar schon vorher per E-Mail. Die meisten von euch oder viele dürften eine E-Mail von Reinhard Zierke gekriegt haben dazu. Genau, so, dann schreibe ich also meinen Account. Enter, dann wird nach dem Passwort gefragt. Vielleicht habt ihr nicht so ein langes wie ich. Sage ich wieder Enter. Und dann bin ich auch schon auf den Servern meinem Bereich. Ich werde jetzt ein paar Kommandozeilenbefehle auch mit wiederholen. Wenn ihr vor allem, ich gehe davon aus, dass viele von euch jetzt nicht unbedingt so firm sind mit Kommandozeilen. Insbesondere vielleicht auch nicht mit Linux, weil wir jetzt auf dem Linux- oder Unix-Server gelandet sind. Das können wir uns auch alles angucken, aber es ist jetzt egal. Ich gehe aber jedenfalls nicht davon aus, dass ihr irgendwie alles wisst. Falls ich aber mal irgendwie vergesse, was zu erklären und ihr nicht versteht, was bedeutet der Begriff, was ich gerade geschrieben habe, dann bitte gleich nachfragen im Chat, dass ich das nochmal für alle irgendwie sagen kann, warum ich gerade eigentlich welchen Befehl geschrieben habe. Genau, ich mache jetzt ein bisschen mehr als Befehle, was für die Hausaufgabe natürlich nötig ist, weil davon ausgegangen wird, dass man ein paar Grundwissen hat. Ich kann nur sagen, ich glaube, nicht jeder hat das. Ist auch voll in Ordnung. Irgendwo muss man anfangen zu lernen. So, was ich eben sagen kann, wo bin ich überhaupt? Ne? PWD zeigt mir mal an, wo ich im Dateiverzeichnispfad bin. Und dann sagt er mir halt, okay, Export Home 5 Jobski, also ist irgendwo so mein Heimatverzeichnis. Und ich kann gucken, was ich drin habe. Die meisten werden da nicht viel sehen. Dir. Ja, okay, neues Einmalpasswort, na, ist es egal. Das habe ich wegen anderen Dingen gekriegt. Neuen Account gekriegt. Examples von Desktop ist auch egal. Und da Infom ist ein Ordner. Vielleicht müsst ihr da erstmal hinwechseln. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch schon direkt im Infom-Ordner. Vielleicht sieht das bei euch gleich anders aus. Ich muss einmal hinwechseln, damit ich in einem vernünftigen Ordner bin. CD, Change Directory ist die Abkürzung. CD, Leerzeichen Infom. Ich kann das Ganze mit Enter bestätigen und wechsle dann dahin. Und jetzt sagt er mir hier auch schon, nicht nur Tilde am Anfang. Ja. Tilde sagt, ich bin in meinem Home-Verzeichnis, sondern Tilde slash Infom. Da bin ich halt einen Ordner weiter. So, ich werde euch jetzt nicht zeigen, was ich da alles an Ordnern habe. Wer weiß, was da wieder ist. Ich weiß, ich habe da einen Ordner ESB. Das heißt, ich wechsle da nochmal weiterhin. Und dann kann ich jetzt eben sagen, unter Windows mit dir kann ich es mir anzeigen lassen, was ich da habe an Sachen. In dem Fall Archiv 2020.
Das ist ein Gesamtdateiname und eine Dateiaufgabe, naja gut, 10.3.c, egal, Aufgabe 10, irgendwas C. Unter Windows, ja, unter Windows kann ich dir nehmen, unter Linux kann ich auch LS nehmen. Das wird ein bisschen anders und ein bisschen hübscher angezeigt. So. Okay, viel Vorrede dafür, dass ich eigentlich dahin wollte, wo meine Datei ist. Das ist die Datei, die ihr von der Webseite eben runterladen müsst für die 10.4-Aufgabe. Und als erstes wollen wir uns vielleicht die einmal angucken. Wenn ihr die lokal im Dateisystem habt, könnt ihr die natürlich einfach öffnen oder ihr könnt auch einfach schauen, bei dem Aufgabentext ist sie wieder ausgedruckt. Das macht es natürlich auch theoretisch einfacher, dass ich einfach sage, ach Gott, ja, nehme ich das einfach. Wenn ihr irgendwie erstmal nur wissen wollt, was in einer Datei ist, und das ist eine Textdatei, gibt es unter den Linux-Bereichen, also das gilt auch unter Cygwin, wenn ihr das unter Windows installiert habt, die Möglichkeit, dass ich sage, oder jedenfalls sollte es auch unter Cygwin gehen, meine ich, less Leerzeichen Aufgabe 10.3.c. So, bei der Gelegenheit ein kleiner Tipp, was zumindest unter Linux funktioniert. Ich weiß nicht, ob es unter PowerShell Windows funktioniert. Ich glaube nicht immer. Ich kann anfangen, ein Kommando zu schreiben oder ich kann anfangen, einen Dateinamen zu schreiben. Und wenn das eindeutig ist, für den Rechner jedenfalls, dann funktioniert das, wenn ich auf Tab drücke, dass er Autovervollständigung macht. Ach, ist das angenehm. Ich muss nämlich da nicht genau aufpassen, habe ich jetzt ein G in dem Dateinamen oder nicht. So, lässt den Dateinamen des Ganzen. Enter und er zeigt mir Dinge an. So, und das Schöne ist, dass ich jetzt weiß, ich kann einfach mal nur genau gucken, ich mache noch nichts kaputt, weil less ist rein lesender Zugriff und wir können einfach mal gucken, was wir hier sehen. Wir sehen hier ganz viel irgendwie Text. Einfaches Programm zum Test des C-Compilers und der zugehörigen Tools. Bitte setzen Sie im Programm das Ihren Namen und die Matrikelnummer ein und probieren Sie alle der folgenden Operationen aus. Also die Hausaufgabe im Prinzip nochmal beschrieben. Okay, hier steht Funktion, Befehl erzeugt. Aha, das heißt, das hier sind also wohl die Befehle, die wir tun sollen. Und das erzeugt jeweils immer bestimmte Dateien. Und was da eigentlich passiert, das ist einmal grob hier links mit Funktion beschrieben. Okay, so, mal gucken, ob ihr noch was seid. Dieses Leerzeichen Sternchen und die Sternchen hier unten, wofür bedeutet, wo steht das eigentlich? Kommentare, richtig, genau, das ist das gleiche, wie ihr es auch aus Java kennt. Das ist einfach nur ein Kommentar. Das heißt, der ganze Text hier, Teil hier oben ist schön, dass er da drin steht. Aber eigentlich ist er vollkommen wurscht. Zumindest fürs Programm. Für uns ist er hoffentlich hilfreich. Und wenn es nur ist, dass wir schneller die Befehle wiederfinden, brauchen wir eigentlich nicht. Okay, was haben wir als nächstes? Ich kann, genau, mit Pfeiltaste oben unten kann ich jetzt übrigens auch so ein bisschen durchscrollen. Hoch runter gehen. Dann, ich habe eine Zeile Hash include stdio.h. Irgendeiner eine Idee, was dahinter stecken könnte? Das kennt man noch nicht so ganz direkt aus Java, aber genau. Also, was ihr aus Java kennt, ist, dass es Bibliotheken gibt, die man hinzufügt. Das passiert ja auch so. Wir haben hier eben eine C-Datei, keine Java-Datei. Deswegen ist das Hash include und dann diese Schreibweise in eckigen Klammern. Und STDIO steht auch für nichts anderes als Standard Input-Output. Ja, also, es geht um Eingabe-Ausgabe-Dinge im Standardbereich. Okay, wir gucken weiter. Int main. Ah, das kennen wir. Das kennen wir aus Java. Int. Das heißt, wir haben Integer als Rückgabe des Ganzen. Die Methode heißt main. Und int argcc, character, argv. Okay, er nimmt irgendwelche Argumente prinzipiell noch mit dazu, wenn wir wollen. Gut, müssen wir nicht im Detail irgendwie verstehen. Wir wissen auf jeden Fall, das kennen wir, es ist die Main-Methode. Main-Methode ist das, ja, wissen wir, was wir in der Regel von außen ja aufrufen können. Was finden wir hier dann noch? Okay, int Matrikelnummer gleich eine Zahl. Was passiert dann hier in dieser Zeile?
Was meint ihr, was in dieser Zeile passiert? Int Matrikelnummer gleich 22, 22, 22, Semikolon. Genau, also auch das ist ähnlich wie in Java. Wir machen hier eine Zuweisung. Das heißt, wir definieren eine Variable vom Typ int, die kriegt gleich den Wert hier hinten zugewiesen. Okay. Das gleiche passiert hier unter anscheinend genauso. Character, das heißt, das ist irgendwie, ne, ist kein String, sondern vom Typ char. Kriegt Jane zugewiesen, Nachname kriegt Doe zugewiesen. Wir haben hier noch ein 32, ne, das ist also eine begrenzte Länge auch noch hat. Und es gibt auch noch mal so kleine Unterschiede zwischen der Charakterverarbeitung in. Entschuldigung, ich habe mal Luft, ich brauche mal irgendwo kurz was zu trinken. So, okay, also es gibt kleine Unterschiede in der Charakterverarbeitung. Wir haben halt sowas in Java, das nennt sich Zeiger, deswegen oder Pointer auch im Englischen. Deswegen sollt ihr das auch noch mal mit zwei verschiedenen Arten euch angucken. Wir haben einmal eben mit Sternen eine Schreibweise oder einmal halt auch ohne Stern. Das ist aber jetzt nicht genau. Also das, da müssen wir einfach dann die Unterschiede angucken. So, ansonsten ist es erstmal nämlich so, dass die Zeigerschreibweise oder die Pointerschreibweise auskommentiert ist. Auch das kennen wir hier schon aus Java. Zwei Querstriche heißt auskommentiert. Und dann kommt hier so eine lange Zeile. Irgendeine Ahnung, was hier passieren könnte. Print F und dann kommt Name, Doppelpunkt, Prozent S, Matrikelnummer, Prozent, Doppelpunkt, Prozent D, Slash N oder Backslash N. Vorname, Nachname, Matrikelnummer. Ja, Ausgabe auf Konsole ist gut. Irgendwer noch weitere Ideen, was passiert? Genau. Der String wird ausgegeben mit den Variablen als Platzhalter. Das heißt, das hier, diese Prozentgeschichten sind Platzhalter. Prozent S, Prozent S und Prozent D. Und wir haben danach Variablen. Ich muss gerade mal gucken, nicht, dass ich da zu viel verrate. Nö, glaube, an der Stelle ist nichts dazu. Prozent S, String. Prozent D dürfte für Double stehen an der Stelle. Backslash N ist der Zeilenumbruch. Und dann danach sind eben die Variablen aufgeführt, die halt in der Reihenfolge hier vorne die Platzhalter auch dann ausfüllen. Genau, am Ende gibt es das Return 0. Return 0 kennen wir aus manchen Programmen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so sehr hattet, weil ihr ja auch weniger mit Main-Methoden wahrscheinlich arbeitet, sondern immer noch mehr mit BlueJay. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz grob fragen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie aktuell der Stand da in SE1 ist. Okay, ihr hattet nur kurz Main-Methode, aber sonst noch nicht viel damit gemacht. Nee, ist auch alles in Ordnung. Wie gesagt, ich weiß jetzt halt nicht, ob irgendwie durch die Dozentenwechsel der letzten Jahre sich da mal viel verändert hat. Genau, also Return 0 ist im Endeffekt beendet. Das Programm sagt hier Ende, zack, kannst nach Hause gehen. Und wir können dann, gar nicht so viel scrollen, wir können dann halt wieder hier unsere Main-Methode dann auch beenden. Und die Main-Methode braucht halt eben Integer-Rückgabewert int 0, Return 0 heißt, die Programm ist sauber zu Ende gelaufen. Also Return 0, das 0 sagt der Main-Methode, Programm ist in Ordnung gewesen. Wenn da kein Return 0 rauskommt, sondern ein Return 3 oder minus 1 oder sowas und das rauskommt beim Programmende, dann weiß die Main-Methode oder das Programm, dass da irgendein Fehler passiert ist. Deswegen sieht man in der Regel halt Return 0 am Ende. Das ist sauberes Programm beenden, schließen, Aufgabe erledigt, kannst nach Hause gehen. Okay, das ist erstmal das Programm. So, das haben wir uns jetzt einmal angeschaut. Was wir jetzt ja vor allem tun sollen, sind diese Befehle ausfüllen. Also erstmal, ich bin immer noch im Ansichtsmodus, ich sage erstmal Q. Q schließt mir das Ganze. Und, ach, ich sollte meine Matrikelnummer und den Namen einsetzen.
Da war was. Okay, wie kann ich das machen, wenn ich jetzt zum Informatikum, also wenn ihr das auf eurem lokalen Dateisystem habt, könnt ihr das mit einem Texteditor eurer Wahl ändern natürlich. Ich bin jetzt gerade ja im Dateisystem des Informatikums, also mache ich das alles auf Kommandozeile. Ich nutze dafür gern Nano, das ist ein Texteditor auf Kommandozeilenbasis. Nano, Leerzeichen, Dateiname, Enter. Und ich habe wieder mein Programm, aber diesmal im Bearbeiten-Modus. Und ein bisschen Syntax-Highlighting hat es auch, das ist ja auch ganz nett. Okay, Int-Matrikelnummer. Ich werde euch jetzt nicht meine Matrikelnummer verraten, aber die ist bestimmt ein bisschen kleiner als die, die gegeben ist. Bestimmt irgendwie ist die nur vier. Nein, die ist auch nicht vierstellig. Sie war ein bisschen länger, aber es ist egal. So, Vorname, Nachname lasse ich jetzt mal. Denkt daran, dass ihr das zu Hause, wie gesagt, einmal ändern sollt. Und. Ja, wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Lassen wir mal vier, sechsstellig. Machen wir eine sechsstellige. So, 22 22 88 ist die Matrikelnummer, das merken wir uns. Vorname Jane, Nachname Doe und das war's. Wie gesagt, wer jetzt auch irgendwie das am Informatikum macht, ich will das Ganze auch rausschreiben, also write out, damit speichere ich das. Steuerung O. File name to write. Standardmäßig das ausgewählt, was ich geöffnet habe. Ist für mich okay, überschreibe ich einfach, sage Enter, alles gut. Ja, ich habe es überschrieben, geändert. Dann brauche ich es nicht mehr offen haben. Also Steuerung X für Exit. Und ich bin wieder auf Dateiebene. Und dann kommen wir nämlich zu den Befehlen. Der erste Befehl von C zu Assembler-Code. GCC minus großes O2. O2 steht übrigens für das Optimierungslevel. Da gibt es verschiedene. Und ne, jeweils abhängig vom Optimierungslevel dauert es halt länger oder kürzer. Dann minus S. Das ist ein Parameter, dem ich dem GCC-Compiler auch mitgebe. Also genauso wie auch hier das O2. Minus S sagt, ich will das Ganze in Assembler-Code raus haben. Na, wenn ich das nämlich nicht mache, dann macht er ganz andere Dinge. So, und dann muss ich ihm sagen, Aufgabe 10, 3.c, also mit welcher Aufgabe denn eigentlich? Also GCC minus groß O2 minus S, Aufgabe 10, 3.c, soll uns irgendwas mit Assembler geben. So, bin mal gespannt, was da rauskommt, wenn ich jetzt Enter drücke. Okay, ist erstmal irgendwas passiert. Gucken wir doch mal, ls sagt uns ja, was auf dem. Was im Ordner liegt. Ah, jetzt gibt es eine Dateiaufgabe 10.3.s. Okay. Wir sind neugierig, oder? Gucken wir mal rein. Less Aufgabe 10.3.s. Ich mache ja nichts kaputt, da kann ich erstmal reingucken. Was sehe ich da? Eieiei. Okay, das ist ja schon mal ein bisschen was anderes. Also, was wissen wir jetzt darüber? Wir wissen, dass wir Assembler-Code haben. Jedenfalls. Laut Aufgabentext soll das jetzt Assembler-Code sein. Und ja, es sieht auch aus wie Assembler-Code. Aber wir können ja vielleicht auch Dinge wiedererkennen. Ich rechne damit, dass Assembler-Code zumindest einmal kurz dran vorkommen wird in den Aufgaben am Ende des Semesters. Vielleicht halt auch nur lesend. Das weiß ich nicht. Das hängt immer davon ab, wie die Dozenten von RSB das machen. Also insofern vielleicht gar nicht verkehrt, einmal kurz drauf zu gucken. Das Oberste, was wir sehen, also wir gucken, genau, was ich immer mitgeben kann bei sowas, wenn man keine Ahnung hat, was eigentlich da ist, aber einfach nur versuchen will zu schauen, okay, was ist da eigentlich, dann versucht doch erstmal so eine Art Pattern-Matching zu machen. Was erkennt ihr wieder? Was kennt ihr irgendwie? Was kommt euch bekannt vor? So, und da sehen wir natürlich hier oben, oder? Da sehen wir hier oben den Dateinamen. Punkt File Aufgabe 10.3.c. Irgendwie bekannt, ne? So, und dann gibt es hier irgendwie noch diverse andere Sachen mit einem Punkt davor. Ja, was haben wir hier noch? Punkt, String, Name. Ah, guck mal, das ist doch. Das war das Ding mit dem Platzhalter, ne? Auch nicht schlecht. Kennen wir also auch. Und wir sehen hier auch irgendwie, dass noch festgehalten wurde, dass das ein String ist. Wir haben hier Global Main. Okay, das heißt, es gibt eine Main-Funktion, die
Also genau, hier ist nochmal Punkt Global, ist Main als Global definiert und dass es eine Funktion ist. Ja, wenn es jetzt nicht Main hieß, sondern anders, was Global definiert ist, dann würden wir das hier auch sehen. Das heißt, hier sind erstmal eigentlich so ein paar Sachen, ja, ich sag mal so Datenhaltung. Wir haben erstmal, da haben wir den String, dass wir erstmal wissen, da ist irgendwie was an Daten für den String, den wir wissen müssen und andere Sachen. Gibt hier übrigens auch noch einen Punkt LCO. Also Sachen, die hier links eingerückt sind. Und dann gibt es hier links auch nochmal Main und Punkt LFB23. Die Sachen, die hier links sind, das sind sogenannte Label. Das soll eben helfen, dass man wiederfindet, zumindest wenn man als Programmierer da noch hinguckt, wo was im Programm zu finden ist. Also für das Programm müsste es selber nicht eingerückt sein, aber diese ganzen Einrückungen und ein bisschen Hübschformatierung ist, dass man als Programmierer noch eine Chance hatte zu verstehen, was es ist oder wenn man das debuggen will. So, das heißt hier Main. Das heißt, wir können vielleicht erwarten, dass da unter die Main-Funktion kommt. Und genau das ist es auch. Wir haben hier na, erstmal noch so ein paar Dinge mit Punkt. Die sind erstmal nicht so ganz spannend. Aber sowas könnte irgendwie bekannt vorkommen. Ich weiß nicht, seid ihr schon bei Assembler angekommen in der Vorlesung? Ich glaube noch nicht ganz, oder? Irgendwie Assembler-Codes, Befehlsprogramme. Habt ihr Automaten schon in ESB? Oder nie, wie heißen die? Adressmaschinen heißen die. Null-Adressmaschinen, Ein-Adress, Zwei-Adress. Egal. Wenn, dann werdet ihr das spätestens da wiedererkennen. Was wir hier haben, SubQ, hier P, XOR, Move Q, na, das sind Befehle. Hier ist eine Subtraktion, hier wird irgendwas verschoben, ne, Move, XOR, okay, kennen wir auch irgendwie XOR. Und dann gibt es noch ein paar andere. Ja, den Layer werdet ihr irgendwie später kriegen. Das steht für Load Immediate Address. Das könnt ihr gleich wieder vergessen, bis ihr Assembler kriegt. Und genau, so. Und dann, wenn dann hier sowas wie Move ist, dann. Oh, Moment mal, ne? Was ist das hier gerade? Kennen wir das? Was war das denn eigentlich? Das war die Matrikelnummer, genau, ne? Das ist ja spannend. Okay. Das heißt, unsere Matrikelnummer finden wir da oben wieder. Was hier passiert am Anfang ist, dass erstmal bei einem Programmstart die Sachen irgendwo hingeworfen werden, wo das Programm sie wiederfinden kann. Und deswegen wird unsere Matrikelnummer, die da mit reinkommt, natürlich auch irgendwo hingeworfen, wo wir sie wiederfinden kann. Genau, so, was haben wir hier noch? Move, move, move. Ja, ESP scheint relativ wichtig zu sein. Oder Prozent ESP. Da geht es tatsächlich um den Stack Pointer. Das ist tatsächlich auch etwas, was sich relativ, das hat mit dem Programmablauf zu tun. Das kriegen wir alles aber im neuen Jahr auch nochmal etwas detaillierter. Das müssen wir noch nicht verstehen. Was vielleicht noch spannender ist, ja, guckt euch das mal an. Printf. Das kennen wir wieder. Ja. Wir haben doch da die Printf-Funktion gehabt. Und da kommt dann Call. Also tatsächlich Call printf in Assembler ist tatsächlich ein Methodenaufruf. Und ja, was ist noch ganz spannend? XOR. Ja, Restore State, Ende. Ah ja, guck mal, hier können wir sogar sehen, auf was für einer Maschine das Ganze ausgeführt wurde. Das heißt, wir wissen gerade, dass da gerade der GCC von Ubuntu im Rechenzentrum läuft. 20.4. Ne? Das wird dann natürlich, je nachdem, was ihr für ein Programm nutzt, anders sein. Und das war's. Im Endeffekt gibt es noch ein paar andere Sachen drumherum. Aber das Spannende ist tatsächlich ganz oben, also ein paar Datenfelder, die da sind. Wir haben Links, Labels und dann kommt hier im Hauptteil unser Programm, wo dann viel Werte geschoben werden. Das sehen wir auf jeden Fall sehr viel Move und dann so ein paar
ein paar Berechnungsbefehle gemacht werden mit XOR oder so. Aber tatsächlich viel Move. Das muss uns auch nicht verwundern, denn wir wissen ja, dass eigentlich wir einen String haben mit Platzhaltern und wir die Platzhalter woanders definiert haben und die Platzhalter gefüllt werden und ausgegeben werden sollen. Hoffentlich jedenfalls. Insofern wird hier nicht viel Berechnung nötig sein. Okay, das ist also der Assembler. Machen wir mal Q, gehen wir wieder raus aus Less. Das zweite, Object Code. Dafür, ach so, übrigens mit Pfeiltaste hoch, runter kann ich durch meine alten Befehle schalten. Kann ein bisschen Schreibarbeit sparen. So, der zweite war minus C. Kleines C. Von C nach Objektcode. Immer darauf achten, bitte, welche Dateinamen ihr genau nehmen müsst. Ne? Das hier jeweils auch mit Aufgabe 10.3.c. Was habe ich jetzt vorliegen? Ich habe eine Aufgabe 10.3.o. Okay, gucken wir mal rein. Wir wollen doch wissen, was da drin steht, oder? 10.3.o. Ach, verdammt, Binärdatei. Ah, komm, Y, ich will das trotzdem mal reingucken. Okay, also, das heißt eine Binärdatei. Binärdatei heißt ja, dass das schon nochmal eine Ebene dichter ist an dem, was ein Computer ausführen kann. Wir waren erst, hatten das Programm erst in Assembler-Code, das ist schon dichter an Maschinen ausführbar, aber so richtig noch nicht. Und jetzt Binärdatei-Code ist ja etwas dichter. Ja, Hilfe deine Augen. Kann ich nachvollziehen. Im Endeffekt viel damit machen können wir nicht. Also die Assembler-Datei, das Assembler-Programm hätten wir sicherlich noch händisch bearbeiten können. Also ziemlich sicher, wenn wir zumindest an den Stellen, wo wir uns sicher sind, was dahinter ist. Hier wird das schon ein Tick schwieriger, weil wir eben nicht alles so einfach wiederfinden. Aber auch hier sehen wir selbst in Objektcode, ne, Name, Matrikelnummer, der String ist noch da. Wir sehen hier wieder, auf welcher Maschine ist das Ganze ausgeführt worden. Hier finden wir tatsächlich sogar Jane, Doe, die Variablen auch wieder. Ich glaube, das hatten wir eben nicht gesehen, weil die etwas anders abgespeichert waren. Und wir finden die Print-Funktion wieder. Und ich kann auch mal weiter runtergehen. Ob wir noch was Spannendes sehen. Außer, nö, vieles, was wir nicht lesen können. Okay, na gut, ist eine Object-Datei. Ist aber halt für den Rechner besser verarbeitbar und aber ausführbar noch nicht direkt, denn dafür brauchen wir eigentlich was anderes. Wir brauchen ein fertiges Programm. Dadurch, dass wir bei C sind, ist es nicht so, dass wir einfach das mit der Java Virtual Maschine ausführen, sondern dass wir das Ganze eben in kompilierter Form brauchen und zum Compilen dann auch noch ein Linking dazu gehört. Okay, ich schmeiße schon wieder viel mit Fremdwörtern rum. Also im Endeffekt, wir haben Object Code, aber der Object Code muss auch so aufbereitet sein, dass alles dabei ist, dass der Rechner weiß, wie er jetzt das ausführt. Und das ist der nächste Befehl. Wenn wir sagen, wir haben unser Programm, so, das ist dann nämlich minus O. Aufgabe. So, da erweitern wir den Befehl. GCC minus groß O2 minus O Aufgabe 10.3.exe oder 10.4.exe in die Hausaufgabe. Aufgabe 10.3.c. Was steckt in diesem Befehl? Ganz vorn wieder GCC minus O2 die Optimierung. Minus O ist einfach ein Parameter für, ich will genau sagen, wie jetzt meine Ausgabedatei heißt. Also für Output minus O Output, Aufgabe 10.3.exe. Und dann eben von welcher Datei? Von der C-Datei, Aufgabe 10.3.c. Das kann ich auch mit Enter bestätigen. Und sehe dann in grün diese nette Datei. Ganz böses. Jetzt habe ich hier eine Exe auf dem Linux-System. Ja gut, unter Linux müsste sie nicht Exe heißen, aber unter Windows verlangt immer Exe, um zu wissen, dass sie ausführbar ist. Wenn ich dieses Minus O nicht setzen würde, das vielleicht einmal, falls ihr euch wundert, ich lasse es einmal weg, ich nehme es raus und einfach nur Compiler-Aufruf mache, dann habe ich eine Datei a.out. Das ist genau der gleiche Inhalt wie diese Aufgabe 10.3.exe, außer
dass ich halt den Standardnamen gekriegt habe. Risiko ist natürlich, dass die dann halt immer überschrieben wird, wenn ich dann wieder was mache oder dass ich es nicht wiederfinde und alles. Und deswegen ist es immer schöner, eigentlich mit minus O sich den Namen explizit zu setzen. Okay. Ihr wisst schon, was als nächstes kommt. Ich bin neugierig. Aufgabe 10, 3, Punkt, Excel. Wie viel kann ich denn mit so einem Texteditor da noch finden? Ja, es ist eine Binärdatei, weiß ich. Ach du Schande, ich sehe nicht mehr viel, ne? Sie ist vor allem größer geworden, ne? Ist auch kein Wunder, ne? Wir hatten im Endeffekt ist die Excel-Datei, das Programm ist der Object-Code, aber nochmal um mehr angereichert, damit es auch wirklich ausgeführt werden kann. So, ja, das sind jetzt hier so ein paar Hilfen zum Ausführen, dass ich weiß, wo ich was finde. Das würde hier unter Linux natürlich anders aussehen als unter Windows, oder ist unter Linux anders als unter Windows? Und dann sehe ich ganz viele Ads. Scroll mal ein Stück weiter. Ich sehe hier einen großen Wust an Zeichen. Kann mit Glück hier gerade noch hier an der Ecke, ja, also ihr seht das vielleicht oben rechts, Jane erkennen. Kann hier noch Doe erkennen. Ich habe schon wieder vollkommen vergessen, wo meine Matrikelnummer ist. Die habe ich, glaube ich, eben im Binärcode schon vergessen. Also vielleicht nur als kleiner Tipp, die Matrikelnummer, die wird hexadezimal kodiert. Die haben wir vorhin gerade gar nicht gesucht. Das heißt, da müsstet ihr dann eben einmal schauen, wo vielleicht wie eure Matrikelnummer hexadezimal wäre und schauen, ob ihr die damit wiederfindet. Das sehen wir hier jetzt nur gerade auch alles etwas weniger in dem Ganzen. Und ihr seht, hier ist noch ganz viel irgendwie drunter. Na, unser Platzhalterstring ist noch da in der kürzesten Form, wie es geht. Und oh, hier unten sagt er noch, wie der Compiler ist. Also ihr seht schon, ich bin schon eine ganze Weile runtergescrollt. Also es ist jetzt definitiv, die Datei ist größer geworden als die ich vorher hatte, als ich nur den Object-Code hatte. Der Dateiname ist hier nochmal zu finden. Und irgendwie ganz viel anderen Kram. Hier wird irgendwann nochmal die Print-Funktion. Wie gesagt, vieles, was wir jetzt gerade gar nicht so genau verstehen müssen, ist auch eigentlich ganz super, dass wir, also ich finde, das ist immer das beste Beispiel, dass wir sehen, wir müssen nicht immer alles verstehen. Manchmal ist es gut, wenn wir Dinge auch einfach nur benutzen können. Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht in Object-Code schreiben muss oder so. Jo, jetzt haben wir ja eine ausführbare Datei, ne? Ja. Wollen wir doch mal gucken, was da rauskommt. Unter Windows, normalerweise mit Doppelklick, eventuell müsst ihr noch erlauben, dass die ausgeführt werden darf. Unter Linux, wenn ihr selber auf eurem Linux-Rechner das macht, müsst ihr eventuell auch erstmal noch erlauben mit Rechtsklick und ausführbar machen. Oder sonst müsst ihr jeweils gucken, wie ihr was ausführbar macht. Ich glaube, sie ist ja hier schon grün markiert. Ich kann ja mal gucken. LS-Leerzeichen AL sagt mir ein bisschen die Dateiberechtigung. Und ich sehe, ich darf read, air, write, x, execute. Also ich darf hier ausführen, aber nur ich als Owner und auf gar keinen Fall irgendwer anders. Gut, wie mache ich das auf dem System der Uni? Punkt, Schrägstrich, Aufgabe 10.3.exe. Damit kann ich quasi in dem Verzeichnis, wo ich gerade bin, ein Programm ausführen. Zumindest wenn das halt irgendwie eins ist, was standardkompiliert ist schon. Ja, ich drücke mal Enter. Und raus kommt Name, Doppelpunkt, Jane Doe und Matrikelnummer 2222288. Ja, ist super, genau das, was wir eigentlich haben wollten. Und am Ende der Zeilenumbruch, damit nicht meine Kommandozeile jetzt hier hinter wieder anfängt. Okay, soweit, so gut. Jetzt haben wir also ein Programm. Ach so, eigentlich hätten wir erst Disassembler machen sollen und dann ausführen. Ich habe einfach mal ausführen vorgezogen, weil ich das gerade spannender fand. Ist ja auch egal. Disassembler. Was ist ein Disassembler? Disassembler nutzt man eigentlich gerne, wenn man irgendwie vielleicht debuggen will oder wenn man nicht weiß, was ein Code macht und wir da einfach mal reingucken wollen. Manche Leute nutzen Disassembler auch für nicht ganz legale Zwecke, aber wir gehen davon aus, dass ihr das natürlich nur für legale Zwecke nutzt. Also,
Was können wir machen? Wir haben Object Dump als Befehl, minus D und dann von Aufgabe 10.4 oder 10.3 Punkt O. Also Punkt O, wir erinnern uns, das war die Object-Code-Datei. Ja, also nicht Assembler, sondern schon eine Stufe weiter, aber noch nicht die ausführbare. Ja, denn wir sind ja von High-Sprache, Programmcode, Text über Assembler, über Object-Code zu ausführbarem Programm gekommen. Und jetzt nehmen wir quasi ausführbares Programm, nee, nehmen wir jetzt Object-Code und sagen Object-Dump. Und was passiert tatsächlich? Wir sehen hier, das könnte uns hier bekannt vorkommen auf der rechten Seite. Ne, was ist das jetzt hier wieder? Was hat uns Object Dump jetzt eigentlich gegeben? Wer erkennt das? Ja, okay, gut, es ist die Main-Methode. Ich wollte eigentlich eher auf das Level zurück, wo wir gerade uns befinden. In welcher Form sehen wir das Ganze hier? Assembler, genau. Also, das heißt, ich hatte ja gesagt, wir sind irgendwie von Programm über Object Code, nein, Programm über Assembler über Object Code zu, sag wieder Programm, also Programm Text, Quelltext, so rum, Quelltext, Assembler, Object Code, Programm. Wir sind jetzt gestartet mit Object Code. Object Dump hat das Ganze quasi einmal sich angeschaut, hat versucht, das rückwärts zu disassemblieren und das Ganze wieder in Assembler zu bringen, eine Ebene höher zu bringen. Deswegen heißt es auch Disassembler, also Richtung Assembler. Und hat dann versucht zu interpretieren, was ist das Ganze eigentlich, und irgendwie für uns wieder lesbaren Assembler-Code daraus zu machen. Hat nicht so ganz. Ich muss mal gucken, ob ich hier, ob ich das hinkriege zu scrollen ein Stück. Ja, ohne dass es kaputt geht. So, also er sagt hier auch, mit welcher Datei er das gemacht hat. Was fehlt uns hier oben eigentlich, das Ganze, was wir hatten? Was hatten wir denn beim Assembler noch, bevor der Programmtext überhaupt anfing? Erinnert ihr euch noch? Da waren ganz viele Datenfelder, ne? Nichts mehr da. Sehen wir alles nicht. Und hier beim Call. Da hat man irgendwie auch noch, irgendwie noch gesehen, glaube ich, ne, dass das eine Print-Funktion war. Das sehen wir auch nicht mehr. Wir haben hier nur noch einen Befehl. Also wenn wir jetzt wissen, was dahinter steckt hier, hinter 68 oder so, klar, dann können wir das noch sagen. Aber es ist nicht mehr so schön lesbarer Assembler-Text, wie wir ihn vorher hatten. Deswegen, das Schlimmste ist auch, wenn ihr, ich hoffe, das wird euch nie passieren, falls ihr Programmierer werdet, dass ihr irgendwie den Auftrag kriegt, ein uraltes Programm, wo einfach keiner mehr da ist, der das bearbeiten kann, was aber unbedingt, also weil alle irgendwie, ne, gegangen in Ruhestand sind oder so. Und dann muss aber eine Anpassung gemacht werden aus Sicherheitsgründen und dafür gibt es keinen Quelltext mehr. Das Programm muss rückübersetzt werden mit einem Disassembler und dann muss einer von euch ran und plötzlich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Also wahrscheinlich werdet ihr es alle nicht haben. Das ist eine Sache, das machen dann eher Spezialisten. Um dann in sowas nämlich rauszufinden, okay, wo muss ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ne, vielleicht ist Printf plötzlich Riesensicherheitsrisiko und ich muss eine andere Funktion nutzen, dass ich genau an der Stelle hier das ändere. Aber für sowas kann man halt eben auch einen Disassembler manchmal brauchen. Genau, so, also daraus können wir noch relativ viel lesen. Wir sollen das Ganze aber auch nicht nur einmal aus dem Objektcode aus der Datei machen, sondern auch mit der Datei. Wird natürlich überschrieben. Dann Object Dump minus D mit der ausführbaren Datei. Aufgabe 10.3.exe. Okay, einmal kurz im Blick behalten, was haben wir jetzt gerade, als wir aus dem Object Code das gemacht haben. Und jetzt gucken wir aus 10.3.exe. Und immer wieder ein Stück höher. Ihr seht schon, die Datei ist irgendwie größer und länger geworden. Ah ja, genau, hier fängt es an.
Und jetzt wird es dann schon langsam spaßig, die Dinge wiederzufinden, die wir irgendwo vielleicht kennen. Na, also wir sind auch wieder hier irgendwie zwar in Assembler, aber dadurch, dass ja im ausführbaren Programm nicht nur eben der Quelltext an sich drin ist, sondern auch alles, was wir brauchen, um das Ganze auszuführen, ist hier ein bisschen mehr drumherum. Und ich scroll einfach nur mal langsam durch. Ne? Hier steht auch was zur Printf. Hier haben wir tatsächlich die Main-Methode. Ja, also das ist wieder das, was ihr dann eigentlich wiedererkennt. Und muss jetzt mal ganz blöd raten. Ich glaube, das hier, ich hatte vorhin ja gesagt, hexadezimal, das könnte unsere Matrikelnummer sein in hexadezimaler Form, dass wir die wiedergefunden haben. Weiß ich gerade jetzt nicht aus dem Kopf, was 22288 hexadezimal ist. Könnte 36450 sein. Genau, im Endeffekt, ja, ist ein bisschen mehr, aber wie gesagt, es sind halt hier auch immer verschiedene Funktionen aus verschiedenen, auch anderen Bibliotheken, die hier noch mit sind. Das Gute ist, für die Hausaufgabe müssen wir das alles ja gar nicht verstehen. Wir sollen uns das ja alles nur angucken. Und wir sollen an einigen Stellen eben gucken, wo wir dann sowas wie Vorname, Nachname, Matrikelnummer markieren, wo die stehen, markieren. Und ja, sollen das eben uns mit Char-Array und Zeigern anschauen. Genau, für die anderen Befehle, die wir gemacht haben, alles was so mit GCC war, hatten wir ja irgendeine Ausgabe gekriegt. Jetzt sehen wir hier, wenn ich jetzt mal mit LS in mein Verzeichnis gucke, diese Object-Dump-Geschichten habe ich hier nicht. Für alle, die jetzt Linux nutzen oder mit PuTTY sich ins Rechenzentrum verbinden, ein kleiner Tipp. Ich kann eine Ausgabe auf der Kommandozeile umleiten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, was hatten wir gesagt? Object-Dump-D, keine Ahnung, hier von der .o-Datei meinetwegen, das war das erste. Das würde er mir jetzt auf der Kommandozeile ja wieder ausgeben. Das ist unschön, weil ich will das ja vielleicht als mir in Ruhe angucken können oder ich weiß gar nicht, ich müsste es vielleicht sogar abgeben. Steht da irgendwo, was ihr abgeben müsst? Tolle. Ja, wie gesagt, guck noch mal kurz, was ihr abgeben sollt von den einzelnen Sachen. Im Zweifelsfall ist es trotzdem gut, es einmal zu wissen, dass man sich das angucken kann. Also, das, was ich jetzt auf der Kommandozeile kriegen würde, ich kann das mit dem größer als Zeichen, kann ich das in eine Datei umleiten. Das heißt, alles, was mir hier jetzt gleich in der Kommandozeile rausgegeben worden würde, sage ich stattdessen, das ist jetzt Aufgabe 10, 3, mein Object-Dump.txt. So. Teilnahmen kann ich frei wählen. Und wenn ich jetzt Enter drücke, ne, ihr erinnert euch, eben hatte ich die lange Liste, also noch nicht die ganz lange, lange Liste, aber die lange Liste. Jetzt sehe ich nichts. Dafür, ls, habe ich plötzlich eine Datei im Dateisystem. Und die kann ich mir natürlich auch mal angucken. 10, 3, Object Dump. Und das ist dann hier quasi alles, was dann eben kam. Das so mal als kleiner Tipp. Macht es etwas einfacher, das einmal direkt abzuspeichern. Mit rauskopieren ist manchmal ein bisschen schwieriger. Okay. So, einmal ein bisschen quer rüber gerannt. Okay, ja, ihr sollt in den Dateien Vor- und Nachname markieren. Okay. Ja. Gut, das macht es ja auch ein bisschen einfacher. Genau, guckt also bei A bei dem Ganzen. Genau, ich hoffe, wir haben so mal ein bisschen, dadurch, dass wir so mal rübergerannt sind, habt ihr so ein bisschen so ein Gefühl gekriegt, was da eigentlich ist. Wie gesagt, es muss nun wirklich nicht alles im Detail verstanden werden. Deswegen habe ich auch nur mal so ein bisschen raufgepointet, ne? Wo kann man eigentlich was, wenn wir keine Ahnung haben, wo können wir eigentlich was wiederfinden?
Und ich sage euch nur ganz ehrlich, auch später im Berufsleben werdet ihr das manchmal haben, dass ihr vielleicht irgendwie unbekannten Quellcode kriegt oder irgendwas oder noch schlimmer irgendwas debuggen müsst, was halt keiner kennt. Und dann ist es auch so ein Vorgehen, wo man dann mal überlegt, okay, wo kann ich eigentlich, wo kann ich erstmal anfangen eigentlich? Wo kann ich erstmal gucken, wo kann ich was wiederfinden und darauf dann aufbauen? Und genau, ich hoffe, dass ihr das möglichst selten haben werdet im Berufsleben, falls ihr in Richtungen geht, wo das irgendwie euch vorkommt. Aber es kann halt immer irgendwie passieren. Genau, also wenn jetzt irgendwie, wenn ihr auch fertig seid, wie gesagt, mit WinSCP, das ist einfach zum Kopieren oder auch FileZilla nutzen manche, könnt ihr halt eben ja dann die Verbindung aufbauen auf Dateibasis und könntet das auch dann vom Rechenzentrum euch holen. Auf die Art und Weise, wie wir es jetzt eben gemacht haben, braucht ihr halt das nicht zu Hause installieren. Wenn ihr natürlich mehr damit rumspielen, ausprobieren wollt, dann könnt ihr das auch zu Hause installieren. Ich finde es nun mal ganz fair, euch auch diesen Weg hier einmal zu zeigen. Wenn wir dann fertig sind, dann will ich jetzt mein Putty schließen, meine Verbindung zum Informatikum. Ich sage Exit, drücke Enter. Mein Programm ist zu Ende. Hat sich bei mir schon geschlossen und mein Programm hat sich natürlich ganz frech einfach auf das andere offene Fenster umgeschaltet. Das mache ich auch zu. Alles klar. So, ich hoffe, damit sind alle Fragen soweit geklärt. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich glaube, wir haben, ihr habt Weihnachtspause schon nächste Woche, oder? Oder mag mir das jemand bestätigen? Ja, ihr habt Weihnachtspause schon nächste Woche. Sehr gut. Dann wünsche ich euch also eine wunderschöne Weihnachtspause, Pause, schöne Feiertage. Kommt in ins neue Jahr rein. Und ja, entweder sehen wir uns im nächsten Jahr im RSB-Tutorium oder bestimmt irgendwo in irgendeiner anderen Gelegenheit mal wieder. Alles Gute.